eklig er ist. Wo Nukedok ja quasi seine eigene Legacy-Midlaner als starker EU-Midlaner aufgebaut hat und es dann nicht in der Lage war, das Ganze zu vertiefen. Aber in den letzten paar Wochen und Monaten hat Nukedok wirklich gerade im Sommersplit sehr gut performt. Gut, wir gehen jetzt in die Pick-and-Ban-Phase zwischen den Unicorns of Love und Vitality. Mal sehen, ob Vitality die Einhörner heute ärgern kann und H2K ein kleines Geschenk machen kann. Wenn, dann muss er erstmal niesen und jetzt gibt's die ersten Bans. Ja, Lucian ist direkt rausgenommen. Also hier, denke ich, geht der Ban auch eher an den Mid-Lane-Lucian. Bei Botlane finde ich ihn aktuell halt eher schwach. Also ich würde ihn da nicht unbedingt vorziehen, weil er halt zu wenig Pressure aufbauen kann, gegen die, auch alleine schon gegen Doran zum Beispiel, als dass es sich lohnt, ihn dort zu spielen, er halt so gut wie von allen AD-Carries outscaled wird. Ja. Er ist gerade auf Nukedok halt fokussiert. Lucian kann in der Midlane bullien, weil da die Lane sehr kurz ist und mit der kurzen Range von Lucian und dem Dash es noch eher funktioniert. Und einen solchen Lane-Bully möchte Unicorns of Love nicht gegen Exile sehen. Ja, jetzt packt man hier noch Cho'Gath raus, weil man auch Visicacci in den letzten Wochen immer wieder mal auf ihn gesehen hat. Und das war auch sehr, sehr erfolgreich. Gerade in der letzten Woche haben wir da auf jeden Fall sehr, sehr schöne Sachen gesehen. Wie gefällt euch denn überhaupt jetzt so dieses Matchup im Jungle? Wir sehen es jetzt die ganze Zeit angeblendet. Nidalee und Kayn wurden vom guten Joko gespielt. Nidalee hat man ja ewig nicht mehr im Jungle gesehen und jetzt wurde sie mal wieder ausgepackt. Ist immer noch spielbar. Es funktioniert auch ganz gut. Auch in der Tank-Meter, wo du ja viele Tanks im Jungle unterwegs hast, hast du ja halt im Early schon gute Karten. Das Problem ist, sie wird halt sehr schnell von den Tanks outscaled und hat halt in der Frontline prinzipiell wenig Potenzial, da halt irgendwas noch zu erwirken im späteren Spielverlauf. Ich habe jetzt Joko gesagt, es war natürlich Xerxe, aber ja, hat ja natürlich keinen Einfluss auf deine Aussage gehabt. Und ich muss auch sagen, ich bin halt bei Xerxe auch nicht so begeistert gewesen von der Nidalee-Performance. Sie hat für mich nicht aggressiv genug gespielt, als dass er den Pick halt perfekt ausreizen könnte. Und er war für mich auch immer schon ein Spieler, der zwar ganz gerne so neue Picks integriert hat, aber es waren halt meistens so eine Off-Tank-Picks, also so eine Art AP-Assassin würde ich jetzt Nidalee mal bezeichnen. Mhm. Sowas habe ich halt bei ihm noch nie gesehen. Hat er auch nicht wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Ja. Sehen jetzt hier den Caitlyn-Pick und auf der anderen Seite hat man mit Maokai und Kalista geantwortet. Also Caitlyn wird ja jetzt demnächst genervt und ist natürlich die Frage, ob sie überhaupt noch weiterhin eine Rolle spielen wird. Aktuell auf jeden Fall noch gepickt und der gute Kayn ist wieder am Start. Yes, we came. Yes, we came. Sehr schön. Und LeBlanc auch eingeloggt. Zwei Champions, die wir heute noch gar nicht gesehen haben. Caitlyn glaube ich auch nicht. Die war immer gebannt. Und jetzt ist Nukedok nochmal dran. Also Kayn ist halt echt so eine Sache. Also er ist kein schlechter Champion, er ist ein guter Champion. Aber ich finde, er ist halt immer so absolut Hit or Miss. Entweder der Champion ist halt im Early, also sein Early ist halt einfach schlecht. Und wenn im Early das Team nach hinten fällt, ist Kayn halt meistens super useless, gerade weil er Ewigkeiten braucht, um seine Form zu wechseln. Und wenn er nach vorne kommt und sehr schnell seine Form wechseln kann, kann der Champion auch brutal ausrasten. Aber dieses Early ist halt immer so der Faktor. Aber das kann man hier gut ausgleichen. Also mit LeBlanc als Lane-Bully kriegt man aber trotzdem Kassadin gegen sich geworfen. Und Caitlyn braucht auch nochmal Unterstützung. Du darfst nicht vergessen, Maokai ist ein Champion, der in der aktuellen Meta... Bäh! Aber ich mache mir da keine Sorgen. Oh, nein. Ich mache mir da wirklich keine Sorgen. Kein Ding. Nein. So. Und wir sehen noch einen Irelia-Ban, obwohl noch kein Noun in der Richtung gepickt wurde. Als Unicorns of Love in Korea gebootcampt hat, hat Visicacci Irelia gemaint und ist auf sogar Challenger und höher, also was heißt höher, aber hochgekommen. Und interessanter Blind-Ban sozusagen. Das spricht natürlich dafür, dass sie den Toplaner nach der Pick-and-Ban-Phase wahrscheinlich blind-picken möchten und dementsprechend die schlechten Matchups jetzt schon rausnehmen. Gestern haben wir Faxi gesehen auf Irelia in zwei Games. Ja. Im ersten lief es nicht so gut, aber im zweiten ist er dann nochmal dabei geblieben. Und scheint jetzt wieder so ein bisschen so ein kleiner Pocket-Pick zu sein, oder? Ja, aber es war ja gestern speziell gegen Null. Und deswegen ist quasi noch ein Blind-Ban. Man weiß noch nicht, was einen erwartet. Maokai könnte zwar top gehen, das haben wir in NA des Öfteren gesehen, aber ist diesmal nicht der Fall. Und die Antwort ist natürlich, wenn Irelia gebannt ist, dann bannen wir auch Null, denn wir denken, dass ihr ihn blind-picken wollt und so können wir ihn nicht countern. Man antwortet hier eventuell jetzt mit einem Jarvan. Das wäre eine solide Option an der Stelle. Da könntest du Maokai in den Jungle stecken. Jarvan hat halt eigentlich keinen richtigen Champion, der ihn halt komplett hart countern könnte auf der Top-Lane. Sowas wie Fjord zum Beispiel ist zwar unangenehm, aber du kannst halt sehr, sehr lange dagegen halten. Und dementsprechend würde er gut reinpassen. Ah, Renekton wurde jetzt auch eingeloggt. Ist halt ähnlich. So, auch Renekton ist halt ein guter Lane-Bully. Die nehmen sich dabei nicht viel. Beide Melees haben halt guten Poke und Sustain. Ja, ich würde jetzt sagen, dass Unicorns of Love wirklich auch einen Tank noch nehmen muss. Tun sie auch, denn ansonsten hätten sie einfach mit Kayn keine wirklich verlässliche Frontline. Und ansonsten sehen sie sich halt wirklich sehr viel Schadenpotenzial gegenüber. Und weil immer Kalista gepickt wird, obwohl wir den Support noch nicht sehen, können wir davon ausgehen, dass der Support in irgendeiner Form Engage mitbringt. Einfach weil Kalista ihn reinwerfen kann. Und dann sehen wir auf einmal Wurzeln hinterherfliegen von Maokai. Und das Follow-up-Engage ist sehr stark. Und auf einmal hat Kassadin die Freiheit, rumzuspringen, Schaden zu machen und wirklich auch zu skalieren. Ja. Und da sehen wir wirklich noch eine starke Frontline. Ja, es wird aber wahrscheinlich ein Trundle Support, so wie es jetzt hier aussieht. Und somit ein Galio auf Visicacci. Und wir sehen Arden Sensor wahrscheinlich auf dem guten Werner, denn er hat Janna gepickt. Tja, Arden Sensor. Macht Spaß. Ja, wie ist deine Prediction für dieses Spiel? Wird es Kayn of Love oder wird es Vitality mit Janna? Ich
finde es ganz interessant, was Ice angesprochen hat, war mit der, dass man eine ausgewogene Teamkopf finden muss, was Early Game angeht. Und wir haben eine sehr starke Botlane im Matchup. Wir haben einen, den stärksten Lane Bully Top Lane und einen sehr scalenden Jungler und Midlane. Deswegen sage ich auf dem Papier Vitality und da meine überall meine generelle Prediction auch 2-1 Vitality ist, sage ich, dass das erste Spiel an sie geht. Alles klar. Gut. Jetzt haben wir einen kleinen Wechsel vorgenommen. Eisende Waffel ist immer noch für euch da, aber jetzt hören und sehen wir Max Team. Viel Spaß. Jo, ich bin bereit, Leute. Und du bist sehr laut. Ich bin noch nackt. Und deswegen darf ich mich jetzt nicht zeigen. Aber ich freue mich sehr. Na, Vitality. Oh, Maxim! Antreten. Uha, siehst du, da werden schon. Da wird schon der Schlüpper ganz nass. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie die Begegnung ausgeht. Denn sie hat eine Wertigkeit. Na, das ist jetzt nicht so, dass sie das aus Spaß spielen. Denn wenn Unicorns of Love gewinnt, und HOK hat ja quasi schon gewonnen, werden sie am Sonntag gegeneinander um Platz 1 spielen. Na, das ist auf jeden Fall dann nochmal so ein richtig schönes Highlight quasi zum Ende der Season. Dass man dann nochmal ein bisschen Action bekommt. Grundsätzlich bin ich aber gespannt. Sagst du Trundle, Art Sensor? Geht ja witzigerweise. Ich finde das schön, dass League of Legends das so wie ermöglicht mit diesem Stormborn-Pack, dass es einfach wirklich klappt. Aber es, die Augen müssen es halt aushalten. Ja. Also wenn du das mit Sonnenbrille dann, glaube ich, spielst oder so, dann kann man das, denke ich, machen. Aber ich würde es nicht empfehlen. Ich finde halt beide Kompositionen halt super, super interessant. Auch Maokai Jungle habe ich persönlich lange nicht mehr gesehen. Und in den Ape wurde er halt richtig gespammt. Also wir haben halt super viel Maokai Jungle gespielt und okay. Er ist ja auch, er ist sehr schlicht und einfach vom Prinzip her und halt einfach diese Zappling-Mechanik, also dass man dann halt quasi mit dem E einen sehr, sehr guten Solo-Pull auch hat, die hilft ihm halt richtig gut, was auch den Jungle-Clear-Speed angeht. Ja, kann da auf jeden Fall ja, nützlich sein und hat halt eine ganz, ganz, ganz klar strukturierte Rolle, was ich ja persönlich mag. Er ist einfach ein Tank. So, er soll einfach vor den Leuten stehen, die Ultimate gut einsetzen und Tolkien hat es ja auch nochmal erwähnt, dass man ja, Steelback dann die Möglichkeit geben kann, genau wie Nuketag, sich frei zu bewegen, während die Gegner festgehalten sind. Und manchmal reichen diese 1-2 Sekunden aus, um Kalista weit nach vorne zu bringen, denn gestern ist ja ein Wunder passiert. Das Wunder vom Adlershof. Und zwar hat der Ninja Pyjamas gegen Fnatic gewonnen und da konnten wir auch einen doch recht starken ADC sehen. Und auch die Rolle aktuell in dem Meta. Normalerweise Flame wäre ADCs immer sehr gerne, aber es tut mir leid, die Verantwortung ist halt 12 von 10. Naja, also in der aktuellen Meta ist ADC wahrscheinlich sogar die wichtigste Rolle. So, er hat halt keinen richtigen Schwachpunkt mehr. Sie sind halt early schon sehr lane-dominant teilweise, Midgame werden sie stark und ab da anfallen sie halt nicht mehr ab und haben halt das stärkste Late-Game-Scaling von allen meisten. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was es für ein AD-Carry ist und wie das Design ausgelegt wird. Denn Kalista ist ja im Endeffekt auch ein bisschen anders als die normalen Crit-lastigen AD-Carries, weil sie halt sehr gut von langen Teamfights profitiert und nicht wirklich burstet und halt erst ihre Spiele stacken muss, bevor der Schaden wirklich durchkommt. In der gestrigen Begegnung war es dann aber wirklich mit einer Lulu-Support, die drei Heal-Items hatte und dann bist du halt trotzdem im God-Mode. Also auch wenn dir so viel Range fehlt im Vergleich zur Kate jetzt oder zur Tristana in dieser Begegnung, war es halt, das war einfach nur beautiful. So. Es war richtig, richtig schön zu beobachten, wie frei ein ADC sich doch bewegen kann. Weil sie hat ein bisschen mehr Mobilität als Caitlyn. Caitlyn kann zwar auch mit Lulu gut arbeiten, wenn sie diesen Sprint-Modus bekommt und einfach nach vorne geht und macht, was sie möchte. Aber dauert 1000 Jahre, das passiert. Für Steelback und Vendor heißt es eigentlich nur überleben. Und das ist halt für mich persönlich halt super, super schwierig, weil ich habe Janna Lane super oft verlieren sehen. Oder zumindest ihren Turret früh. Ich sage, früher wäre Kalista halt auch nicht perfekt gewesen, um halt alles zu dodgen, aber in dem spezifischen Matchup, mittlerweile ist es ja so, dass sie ja mit dieser Mobilität, auch mit dem Tumble, ja schon vom Movement Speed abhängig ist. Und genau da tritt ja dieser Trundle wieder ein. Wir haben ja damals auch in diesem H2K-Game zum Beispiel gesehen, was ein Trundle mit einem Pillar eigentlich alles anrichten kann mit dem AD-Carry. Und dieser Utility- und Zone-Effekt, der ist halt einfach grandios. Da muss man halt wirklich aufpassen, wie man das Ganze macht. Ja, Steelback bekommt dann richtig Probleme. Also viele unterschätzen, wie wichtig Slows gegen Kalistas sind. Ja. So, die springen halt gar nicht mehr hin und her. Das ist halt für sie ein direkter Nachteil. Mal gucken, ob man halt mit dieser Strategie wieder den Carry raushalten kann. Weil mittlerweile sind halt wirklich die Teamfights, beziehungsweise auch die Teams an sich, super komplex aufgebaut. Das ist halt nicht mehr, wir brauchen Tank, wir brauchen Frontline und dann geht das. Sondern auch der Pace der eigenen Teammates hat einfach super an Bedeutung gewonnen. Was bei Kasady natürlich super sick ist. Kasady, ich glaube, es gibt keinen Mage, der einen besseren Follow-up hat. Also Kasady ist einfach mein Nummer 1 Bann in der Solo-Queue. Hier hast du diesen Champion abnormal. Normalerweise ist ja LeBlanc auch ein Lane-Bully, der dich halt irgendwie bestrafen sollte, wenn du einen early schwachen Champion zum Beispiel pickst. Was Kasady auch eigentlich sein sollte, aber du fühlst halt nichts davon. Da ist halt nichts von da. Klar, du kriegst ein bisschen auf den Sack, du musst defensiv spielen, aber du bist halt über den Spell-Shield relativ sustain-lastig in der Lane. Du hast halt
gute Möglichkeiten, am Turret zu farmen, weil du halt den W in Auto-Attack reset hast, du bist sowieso ein Nahkämpfer. Du kriegst halt Mana über den W wieder, du hast halt AOE-Schar mit dem E, du skalierst halt brutal ins Late-Game rein und kannst das Early-Game halt ohne Probleme spielen. Also fühlt sich das Kassadin momentan halt so ein bisschen overpowered, wenn man das gleiche vergleicht. Also er ist halt einer der Champions, von dem ich verliere das 1 gegen 1 nicht, aber wenn ich einen Gank bekomme und nach vorne komme, dann zerstöre ich euch alle. Ja, das ist ein Item-Scaling, ist halt einer Fiora ebenbürtig, bloß halt natürlich auf AP basierend. Xerx ist aber mutig hier, in diesen Teamfight reinzugehen. Gibt ja einfach Free Damage, das will man eigentlich nie haben, nicht mal im Jungle. Ah, wobei, für ihn geht's halt noch, weil er halt den Schaden rausbekommt und seine Seelen, also diese Energie sammeln kann, um halt einen Form-Switch zu bekommen. Also auch, das habe ich schon sehr, sehr oft gesehen, dass halt auch ein Kane einfach für Negativ-Trades geht, einfach um bloß diese Energie sammeln zu können. Die erste Verwandlung, beziehungsweise die einzige Verwandlung, ist halt sau viel wert für ihn. Dieser Form-Switch ist halt einfach, entweder du bist halt super useless, du hast keinen Knock-Up, oder du bist halt einfach der Gott, der hat dich gescaled. Ja. Aktuell haben wir ja häufiger die, oder ich zumindest durfte häufiger die Shadow Assassin-Form kommentieren. Im Jungle wird sich das wahrscheinlich so ein bisschen ändern. Ich denke, hier kann man ruhig Double Frontline gehen mit dem Darkin. Also vor allen Dingen auch bei diesen Fleischbällen, die vor ihm stehen, kann man sich doch ganz gut hochheilen. Ja, übrigens, Spoiler voraus, ja, Mechanik der Woche, Thornmail of Kane. Weil Thornmail reflektiert der Damage und dadurch kann Kane die Ziele ulten, die ihn angreifen. Das ist auch nicht schlecht. Aber geht das durch magische Schaden auch? Ich dachte, er muss einen normalen Schaden. Er kriegt sogar Stacks für seine Passive dadurch. Lol. Ja gut, aber für die Passive ist es, glaube ich, meistens egal. Du kriegst den Dawnpanzer doch relativ spät im Vergleich. Du holst ja für 800 Gold die Weste. Und dann, schön, das reicht ja schon, ja. Und dann kannst du schon reflektieren. Das war relativ witzig. Prügeln. Ja, und dann musst du, greif ich da ran und sofort ult. Ja. Vielleicht einfach stehen, bin ich DC? Probier's doch mal aus. Ah, jetzt glaube ich weg. Ja, ist wirklich so. Das war eine interessante Variante. Aber mal gucken. Also ich durfte Xerx ja auf jeden Fall mit Kane noch nicht beobachten. Und bin gespannt, wie er sich damit macht. Aktuell haut's vom Farm auf jeden Fall hin. Jo. Da muss man aber auch sagen, ist ja auch in der normalen Form schon ganz gut mit dabei. Der Q hat ja wirklich einen sehr angenehmen Flächenschaden. Mit dem W hast du Flächenschaden, das heißt, er ist auch ein Jungler, der halt diese Raptoren-Camps sehr gut nehmen kann. Das ist ja immer so dieser Knackpunkt. Früher konntest du halt alles zu jeder Zeit im Jungle spielen. Heute haben halt die Jungler, die halt in der Lage sind, diese Camps mit vielen kleinen Monstern, die da sehr viel Leben verlieren, die sind halt einfach nicht mehr in der Lage mitzuhalten mit den anderen Junglern. Ja. Aus AOE. Das ist einfach super wichtig geworden. Nach wie vor anscheinend. Ah, Karo Chart. Bleibt da vorsichtig. Hat ein interessantes Matchup, also kann theoretisch Lane Bully sein, aber Galio ist halt zu stumpf. Kann halt wirklich gut Wave clearen. Hat auch diese Triple Ring Variante ja nicht mehr gewählt, so wurde halt genervt. Hat trotzdem noch ein Dark Seal dabei und es haut halt immer noch hin. Hat immer noch so viel Base Schaden dabei. Ich weiß sogar gar nicht, ob die Spieler anfangen, damit Runen auszugleichen, um trotzdem noch den Wave Clear zu haben. Och, ich glaube, das reicht vom Grundschaden her halt immer noch aus und der AP-Schaden. Kriegst du ja über das Darkseal genauso zusammen. Also es reicht ganz genau. Und wenn du halt mal ein bisschen länger brauchst, dann musst du, also du kannst es dir ja quasi auch mechanisch anders stellen auf der Lane. Früher hast du halt versucht, mit einem Q die Caster-Vasallen zu clearen. Mittlerweile versuchst du halt mit einem Q die Caster-Vasallen auf 100 Leben runterzubringen, damit du die Passive von Galio ausnutzen kannst, um sie dann zu clearen. Also wie man es dreht und wendet. Galio ist halt, egal ob Midlane, egal ob Toplane, ein super solider Pick, mit dem du halt nicht viel verkehrt machst. Oha, das ist halt super praktisch. Bye bye. Tschüss. Ich bin einfach nur schnell. Na, kommt hier locker raus, Kaushard. Holt jetzt noch die restlichen Camps, aber Joko nicht dumm. Weiß natürlich, dass Xerx so weit weg ist, das heißt, der Red Buff kann hier geholt werden. Der Baum. Was ist von LeBlanc gerade gespottet? Das ist gar nicht so dämlich. Hat ihren Klon da auf die Reise geschickt. Mein Klon ignoriert Maoka. Jetzt aber immer dreht er sich um. Nachdem die Wardest eingestellt wurde, ne? Reagiert der Klon nur auf sichtbare Ziele auf der Map? Ich dachte immer, dass er auf alles reagiert. Also, er hat jetzt irgendwas gerochen. Ja, aber Tron hat quasi eine Ward rübergestellt zum Red Buff und dann ist er umgedreht in dem Moment. Ich glaube, vorher hat er ihn ignoriert. Ich eigentlich immer dachte, das ist der Klon, wenn du ihn setzt, dass halt immer das nächste Ziel quasi anläuft. Aber das wäre dann ja recht unfair, wenn du damit detekten könntest, David. Ja, so dachte ich mal, was passiert ist. Nein. Das ist ja immer LeBlanc's OP. So unfair. Sobald ihr unsichtbare Gegner habt, einfach nur ulten. Ja, und schon rennt LeBlanc hinterher wie ein Detektiv. So, Joko. Ja, mach Eiskalt weiter. Das heißt hier eventuell der Bluebuff-Stil nach dem Red. Er weiß halt, dass ein Early Kane nicht unbedingt der beste Champion ist. Oh Gott, das ist halt. Das war's. Also er ist nochmal in seinem Bauch drin, ne? Hier kommen noch die Teammates dazu. Galio Ultimate könnte vielleicht sogar noch entschärfen. What the hell? Das hat echt funktioniert. Man hat noch die Überzahl. Exilea, oh, bitte! Totgecued! Kasadin damit. Oh mein Gott, Nuke Duck! Wie geht denn das bitte? Der lebt halt immer noch, die Klinge ist geladen. Double Kill, das war's, oder? Ja, das ist Kassadin. Das war's. Das ist dabei. Kassadin verliert die Laning Phase nicht. Er kriegt halt 1-2 Kills. GG. Oder 10 Farben mehr. Oh mein Gott. Wie konnte das so lange überstehen?
In Unterzahl. Er hat das halt wunderbar gekartet an der Stelle, muss man wirklich sagen. Das Galio Ultimate hat er perfekt geholfen. Galio war halt schneller als Renekton in seinem eigenen Jungle. Super gut. Eieiei. Outplayed. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also, natürlich Xerx, wie gesagt, vor Woodbore wird jetzt hier gerudet, kriegt hier brutalste Combo EU ab. Kann sich auch noch nicht hochheilen. Kassiert er so ein Ende. Das Smite hat er sogar noch durchbekommen, aber Joko undying. Also das ist halt wirklich die Hölle auf Erden. Und auch das, dass es Q hier gereicht hat, für Nuke Dirk, für den Kill am Ende, hätte ich nicht gedacht. Ja, und danach hat er quasi nochmal den 1-Skill mit seinem Flash gedodged und danach hat er den Cooldown von seinem Ultimate wieder bereitgestellt bekommen, der im Early schon eigentlich ziemlich hoch ist. Aber hier hat man das Ganze halt einfach überbrücken können. Er kriegt den zweiten Kill mit dem Double Kill, kriegt jetzt den Katalysator und vor allen Dingen, er kriegt halt 4 Stacks auf seinen Darkseer. Das ist einfach Free AP für ihn. Ja. Das war nicht schlecht. Das ist auch eine interessante Statistik. Er hat das First Blood nicht abgegeben. What the hell? Das ist halt... Ja. Siebeck stirbt nie zuerst. Das ist auf jeden Fall wirklich interessant. 84 Games. Ja, macht diese Statistiken. Ich meine, das ist ja schon dann 2 Jahre her oder so. Oh, keine Angst. Kassadin ist das 5. Mal in Folge nicht als drittes gestorben. Well played. The more you know. Naja, auf jeden Fall. Rod of Ages wird anvisiert. Das denke ich zu dieses Item, dass er jetzt Katalysator hat, stabilisiert auch die Lane so dermaßen. Also Mana-Probleme sind dahin. Und nun kann er XLE wirklich anfangen, aktiv zu pushen. Und das ist halt immer noch Unicorns größte Schwäche, finde ich, dass die Midlane-Position nicht optimal ausgeführt wird. XLE ist einfach nur nervös oder keine Ahnung was. Das reicht halt sehr, sehr oft nicht. Und auf genau das Gegenteil stellt halt Nuke Duck gerade dar. Das Lustige ist, bevor ich quasi gewechselt bin von der Analyse zum Casterpult, dachte ich mir noch so, okay, also ich würde halt XLE gerne auf dem Galio sehen in der Midlane. Das war so einer der Champions, auf dem man halt echt solide performen konnte, aber auch zugegebenermaßen man auch nicht viel falsch machen kann. So, dann wird der Galio gepickt und ich dachte jetzt, ah, das wird's, geil, er spielt jetzt wirklich Galio Mitte, gar keine schlechte Ausgangsposition, und dann switcht man den Galio auf die Top-Lane, dann kommt mir LeBlanc. Ja, und der Top-Lane-Galio hat es auch nicht gemacht, so, das war interessant. Ibims, der Drache und 3 andere. War aber der nicht gewardet vorher? Ah, ja, der hat kein Trinket. Doch, er hat doch Tricking Smite. Da hat man doch normalerweise mindestens ein Ward noch übrig. Ja, steht trotzdem kein Ward drüber. Also er hat einfach nicht damit gerechnet. Er hat wahrscheinlich gesehen in dem Moment, oh, Harold ist down gegangen, da müssen ja mindestens 2 Leute oder 3 Leute auf dem Top sein. Und hat halt nicht damit gerechnet, dass halt irgendjemand am Drachen ist. Also ich denke, er ist davon ausgegangen, dass Renekton und Maokai den Harold zu zweit gemacht haben. Und wollte deshalb zum Drake gehen, weil er halt wusste, oh, okay, da müssen wir unten Überzahl haben, aber nix ist. Das ist halt richtig gut gemacht. Also, wie gesagt, viele sind in der Lage, den Harold Solo durchzuziehen. Offensichtlich auch ein Renekton. Aber, dass es jetzt natürlich doppelte strategische Tiefe hatte gegen Unicorns of Love, hätte ich nicht gedacht. Also, normalerweise ist das ja auch das Cross-Map-Plane. Das sah jetzt so aus, wenn der Vollöte da reinendet, aber du hast halt vollkommen recht. Also, normalerweise gehen wir davon, okay. Er will den Turm haben. Er will den Turm auf jeden Fall. Ja, kassiert noch gut oder was dafür, aber es reicht. Turret First Blood geht ja an Carbochard. Und damit natürlich nochmal in diesem, sagen wir mal, Tank-unangenehmen Matchup ein richtig guter Goldvorteil für ihn. Am Ende ist es auch so, wenn man das Gesamtscaling betrachtet, ist auch Renekton einem Galio überlegen. Also Galio kann zwar sehr lange aushalten, aber alle, die auf Autotext fußen, das ist auch für euch der absolute Pro-Tip, gewinnen am Ende das Scaling. So. Der Unterschied ist ja auch einfach der, dass Renekton sich quasi hochheilt im Kampf für den das Galio. Kann auch dazu, ja. Er heilt sich halt nicht. Okay, er hat seine Lebensregeneration, aber das ist halt nicht genug, um da mit dem Q zum Beispiel von Renekton mithalten zu können. Sag's ja. Zack, sofort aus der Wand geschleudert. Hat noch nicht seine Transformation zur Verfügung. Wir haben schon die 12. Minute. Also je länger sich das zögert, desto unangenehmer ist das Ganze ebenfalls. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen glücksgesteuert, weil du willst ja, also hier wird es die Darken Form werden, ich bin relativ sicher. Also diese rote Form von ihm. Und im Endeffekt kannst du ja halt nicht mehr aussuchen, welche Form du haben möchtest, weil du musst natürlich das nehmen, was dir gegeben wird und musst ja dann nochmal 3 Minuten extra warten, falls du quasi die falsche Form als erstes aufgeladen bekommst. Ja. Bisher musste er sich mehr mit Melees anlegen, so, das muss man einfach so sagen. Aber es passt ihm halt. Melee ist ja quasi die rote Form, genau das, was du brauchst. Ja. Das heißt hier einer der wenigen Vorteile. Oh, das reicht nicht. Gut gemacht. Der hier war wirklich sehr, sehr wichtig. Wie die sagen, hat noch seine Ultimate zur Verfügung, aber sowohl Vendor als auch Steelback sehr unattraktiv dafür, also wird er nicht viel Leben wiederbekommen. Trotzdem hier den Trade-Beschwörer-Zauberflash. Und Janna sagt einfach, was brauchst du als Supporter in der aktuellen Meta? Ah, den Sensor, Coin, super, ich bin Fullbild. Na, er hat noch einen Kill bekommen, soll dazu sagen. Also eine Janna, die dann nochmal 300 Gold schnell ist halt wirklich OP. Er hat ja, ich meine dazu sagen, er hat ja das Gold ja dem ausgebaut. Das ist ja schon Frevel manchmal. Ja. Aber Arden Sensor First, wie gesagt, die Goldeffizienz dieses Gegenstandes nimmt absurde Züge an und gibt halt auch dem Edis nicht große Freiheiten. Also Steve kriegt jetzt halt pro Auto-Tag 50, 60 Leben wieder. Mit dem Lifesteal, den er noch zur Verfügung hat.
Und mit dem Hurricane hast du auch einen direkten Power-Spike. Ich finde zum Beispiel Blade Hurricane synergiert sehr, sehr gut. Und das dritte Item macht dann so ein bisschen Probleme, weil du halt weder Crit noch massiv AD hast. Du bist halt einfach nur weird. Aber der Ardent Sensor gleicht das halt so krass aus. Ja, definitiv. Du embracest halt wirklich dieses On-Hit-Gefühl. Hoch 10 und wenn jeder Auto-Attack 150, 200 Leben wiederherstellt, auf Stufe 12 oder 13 oder vorher wahrscheinlich sogar noch. Und da muss man ja auch den direkten Vergleich sehen. Während sie sich halt heilen und auf der Lane bleiben können, solange sie möchten, hast du halt dagegen eine Caitlyn, die halt Support an den Trundle hat, der halt dich gar keine Leben generiert. Also vielleicht über dein Targons kriegst du hier und da mal, man lastet ein bisschen was wieder, aber das ist halt wirklich verschwindend gering. Ja. Ja, und Caitlyn selber hat halt auch keinen Lifesteal. Die muss halt in Richtung Crit bauen und ist dafür natürlich dann auch ein bisschen anfälliger auf der Lane. Und das führt dazu, dass du halt früher oder später backen musst, während der Gegner auf der Lane ist und spätestens dann mit der Turm fallen, der jetzt auch schon ziemlich angeknackst ist. Und das sehen wir halt nicht. Also wir sehen, also eine Caitlyn verliert eine Lane nicht. Normalerweise ist sie wirklich dazu da, um den Turret zu bekommen, um dann quasi schneller in das Late Game zu scalen, weil sie im Late Game immer super, super strong ist. Aber hier fällt der Botlane-Turm zuerst. Und das ist so ein bisschen, wie du es halt auch erwähnt hast, ist halt Trundles verschulden. Also, Caitlyn ist stark, aber wirklich ohne einen super, super aggressiven. Oh, guckt euch das an! Das war nur ein Janna-Schild und den gesamten Trade gewonnen. Not even close. Und er hat die Sperre noch nicht mal rausgezogen. Aber ich würde sagen, man muss ja auch wirklich sagen, seine Schadenswirklichkeit aktuell auf der Lane besteht halt aus einem Pillar, der halt einen absoluten Schaden macht. Gar nichts. Der hat halt nichts auf der Lane. Kann nichts entgegenschmeißen. Also, wenn du in so einer... Wenn du halt wirklich keinen Ardent Sensor offensiven Supporter quasi gegensetzen möchtest, dann solltest du halt zumindest einen Lane-Bully-Supporter, denke ich, dagegen setzen. Also ich halte den Funnel absolut für keine gute Lösung, was das aktuelle Szenario angeht. Ich denke, im späteren Spielverlauf kann er da einiges reißen, aber das ist der Preis. Dieser Turret, der zuerst fällt, als Kate, das ist halt absoluter Horror. Und wir haben ja schon den... Okay, wie gesagt, stirbst es vielleicht. Hat noch die Ultimate, die viel Leben wiederhergestellt hat. So, Vendor kann auch wegpusten, also dieser Teleport. Bop. Oh, schöner Flash-Taunt! Wo bleibt denn die Rettung? Jetzt kann er hier auch seinen Kumpan einsaugen, aber Exilet. Oh, stark! Wo ist Exilet? Er ist also mit dem Weg quasi über die Wand rüber okay. Und hat sich jetzt einfach. Ah, der mein Gehirn. Ich dachte jetzt, okay. Wie krass ist der denn verschwunden? Okay, sie wollen unbedingt die Dive haben, aber Renekton macht da ganz schön Ramazama auf der Top-Lane. Also die zwei Turm wird da nicht halten. Ist aus meiner Sicht nicht unbedingt der beste Tausch, den man gerade einsetzt. Vor allen Dingen, weil man halt nicht mal in den Turm bekommt. Das ist ja noch Worst Case. Ich muss aber auch sagen, Steelback eben mit einem grandiosen Sidestep. Er hat ja quasi diesen Flash von Galio mit dem Torn vorausgesehen und ist halt nach oben so ein bisschen rausgegangen, dass er ihn halt nicht erwischt hat. Alter, Steelback. Steelback hat gerade zwei Kombos bekommen von zwei Champions und hat nur halbe HP verloren. So. What the hell? Super tödlich. Okay, alles klar, push noch weiter. Katastrophale Situation für Unicorns. Also sie wollten wirklich noch diesen Turret erhalten. Dive super gut abgewendet. Wie gesagt, eine Kalista Janna Lane sehr, 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 sehr safe. Viel Disengage-Potenzial zur Verfügung. Und hier, ja, hier reicht einfach wirklich die Präsenz von Nuke Dog aus. Ich hätte jetzt gesagt, die machen trotzdem einfach weiter. Jo. Aber nichts ist. Natürlich auch praktisch, dass du halt da gegen LeBlanc quasi auch noch einen zweiten Teleport immer zur Stelle hast, weil sie erstens schnell rotieren gehen kann. Zweitens, dass er auch selber Teleport mitbringt. Da ist Kassadin halt nicht nur in der Lane gut, nicht nur was das Scaling angeht, sondern er bringt halt noch dieses Teleport mit, was halt dieses ganze globale Map-Verhalten nochmal ändert. Auch da macht er sich natürlich ganz gut und dann kann man halt so einen Turm halt einfach mal halten. Und du kriegst halt dafür einen T2-Turm oben for free. Also momentan läuft die Vitality in allen Bezügen das Game ziemlich gut. Das ist ein Traumstadium, jetzt mal ganz ehrlich. Also auch Renekton, 30 Farm Vorsprung, er spielt seine Bully-Art wunderbar aus. Geht hier ein bisschen wieder das SOS-Item-Build. Ich geh nur Teil-Items, das heißt Black Cleaver, macht absolut Sinn. Tiamat, Wave Gear ohne Ende und jetzt geht der Blade of the Ruined King. Und das ist halt ein sehr, 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 sehr Lane-orientiertes Build. Mit so einem Build kannst du nicht in Teamfight gehen, weil du hältst halt wirklich gar nichts aus. Aber Galio hat keine Chance. Und das gibt halt Vitality, finde ich, so ein bisschen mehr Möglichkeiten. Sie haben schon den Feed, sie haben den natürlichen Tank zur Verfügung und sie haben jetzt sogar eine super gute Antwort gegen Splitpush. Oh, beziehungsweise nicht eine Antwort, sondern sie sind derjenige, der den Takt vorgibt. Aber selbst Nuke Duck, der hält ja schon so viel aus und haut halt so einen Schaden raus. Er hat keine Rüstung gebaut, er hat gerade zwei Auto-Tags von Caitlyn abbekommen und ein Ultimate und er hat halt 10% Leben vielleicht verloren. Das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. No. Und natürlich, allein schon dadurch, dass du jetzt Blade baust, dieser prozentuale Schaden ist ja quasi auch normaler Schaden, hast du halt einen Vorteil. Weil Galio ist ja nicht unbedingt ein Champion, der zwar, er ist schon Tank, aber er will nicht unbedingt Rüstung bauen. Und er verwertet ja auch Magieresistenzen besonders gut. Oha, also den Turm will man hier auf Teufel komm raus verteidigen. Janna zur Stelle, dadurch fällt niemand. Oh, Renekton ist auf dem Weg. Aber die wollen ja nicht fighten, das wäre naiv.
gerade viel zu viele Ressourcen defensiv verbraucht. Das hat Vitality not bad gemacht, denn eine große Problematik hat ihre Komposition. Sie muss Schwung aufbauen, ich finde, das haben sie bereits, aber sie muss diesen Schwung auch ausleben, weil hier konnte man sehen, Wave Clear gar nicht existent. Also das kann halt Kasady nicht. Später vielleicht, wenn er so 3-4 Items hat, ist der Force Pull sehr stark und nimmt halt die Caster-Vasallen auseinander. Aber sie müssen wirklich derjenige sein, der das Game so ein bisschen vorantreibt. Und dazu braucht man Cabo Shard auf der einen Seite und die vier anderen Dudes, oder beziehungsweise drei Dudes in der Mitte, mit einem sehr, sehr guten Disengage. Und auch Nuke Duck wird jetzt mitpushen gehen. Also mit den Items gibt es jetzt halt jetzt keinen Ingame, der ihn besiegt. Ja, LeBlanc wird auch kein Problem mehr darstellen. Ich mag Gunblade fertig. Nö, dafür nochmal den Dauer gesetzt, hier auf diese Double Dark Variante entschieden. Hier nochmal die Wave Gearen, aber auch da hat er schon so seine Problemchen, der Maxal. Ja, und gleichzeitig haben wir halt noch immer Xerxe, der hat noch immer kein Form Swap. Kämpft aber auch gerade gegen niemanden, ne? Das ist halt nee, man hat ja gerade gesehen, er ist schon super verzweifelt. Er geht durch die Wand auf Relictor und versucht einen Weg zu setzen, um halt wenigstens einen so einen kleinen Partikel zu bekommen. Das Gute ist halt, je länger das Spiel dauert, desto mehr werden die Partikel halt wert. Und da kommt er halt. Der Darken Kane. Darken Kane is ready. Ready to rumble. Aber man sieht, die Strategie wird jetzt bereits von Vitality durchgezogen. Split Push Nuke Deck, Split Push Carbo Chart. Und das Ganze geht jetzt Richtung Tier 2 Turrets los. Und den Rest kannst du nicht bedrohen. Weil das andere Problem, was Unicorns hat, sie sind vollkommen engage-los. Und Teams, die keinen Engage finden, haben Riesenprobleme, zurückzukommen. Und hier, also ihnen fehlen einfach die Optionen. Also ich finde auch allgemein, der Engage ist halt nicht gut, aber der Disengage ist halt auch nicht so geil. Also egal, in welchem Zug man das Ganze jetzt betrachtet. Also es ist halt eine Teamkombi, die halt nicht so gut aussieht. Die wollen das wirklich aktiv verteidigen, wie die sagen, gibt es... Oh, der stirbt nicht mal! Da war man sehr, sehr vorsichtig, da hätte ich mehr erwartet. Dass der Nuke-Jug nochmal reinspringt, war eigentlich so meine Prediction, wenigstens den Support einfach mitnimmt. Oh, ich sage, es ist immer noch mutig, der bleibt davor. Hauptsache die Pillars sitzen. Die machen ihr Ding, ja. Das ist sein Auftrag. Den will er durchziehen. Hat ja auch diesen Stormborn-Pack dabei. Und mal, ihr seht es schon, Leute. Holt die Sonnenbrillen. Er geht Richtung Arlen Sensor. Eieiei. Das war schon so ein bisschen zu erwarten. Ja, das war wohl, aber nee. Ich weiß gar nicht, irgendwer hat das schon mal gespielt letztes. War das sogar Hühnisang? Bin nicht ganz sicher, wer es war. Ich meine, es geht auf dem Papier, aber schaut euch dieses schöne Item-Bild von Vander an. Kein Sidestone, brauchen wir nicht. Wir haben Trinkets, wir haben Control Wards. Redemption Arden Sensor vor allem, ja? Vor jedem Gegenstand. Das ist aber auch krass, also er hat halt echt gut Gold zur Verfügung in dem Game. Kann machen, was er möchte, konnte sehr schnell sein Gold-Item quasi ausbauen, hat den einen Kill bekommen. Vier Turrets noch. Hat nicht mehr Boots gebaut, so. Ja gut, Janna braucht keine Boots. Janna, glaube ich, die hat trotzdem 370 jetzt oder sowas, oder 380 mit Speed. Das ist halt lächerlich. Das ist halt überhaupt kein Problem für sie. Gibt's ja auch Laufgeschwindigkeit durch den Medaillon dazu. Aber hier ist halt der große Vorteil. Das hat das Insane an dem Meta, dass, wie gesagt, diese defensiven Supporter gerade aufblühen, weil sie auch gegen Tanks so gut klarkommen und Arden Sensor immer so goldeffizient ist. Aber für sie ist halt auch das Praktische, wenn Türme fallen. Weil normalerweise sage ich immer, Türme fallen, das ist auch nett, weil das globale Gold dadurch steigt, aber es verfälscht halt hart, weil du willst kein Gold dem Supporter geben. Gerade wenn der ein Troll ist und Arden Sensor kauft. Boah, es ist jetzt fertig. Boah, es ist halt so hässlich. Brutal und schön. Oha. Zack, Janna pustet alle weg. Der hat volle AP, der Typ. Die sind immer noch zu zweit. Redemption ist raus. Tierbeck nimmt den ersten mit 2-4 war das gerade. Und sie vernichten jetzt den Rest. Und hallo. Zwar ohne Probleme. Double Kill ist durch. Jetzt kommt der Triple. Das ist, glaube ich, ein verzögerter Penta dadurch, oder? Oh. Oder hätte jetzt einer werden können, wenn der Rest jetzt nicht geflohen wäre. Gerade LeBlanc ist zu weit draußen, aber sie gehen jetzt halt einfach straight Richtung Nasher. Mit der Kalista kein Problem. Also hier einfach eine Janna mit Arden Sensor. Und dazu halt eine Kalista ist halt eine Combo, wo du halt so Schwierigkeiten hast, halt die Kalista wirklich klein zu kriegen. Die verlieren nicht mal HP beim Baron. Das sind 22 Minuten Baron, der trotzdem hart austeilt. Normalerweise 0 HP verloren. Gar keinen. Dieser volle HP. Holy shit, ey. Und wenn wir realistisch sind, das sind jetzt 23 Minuten und das sind halt 12.000 Gold Unterschied. Ah, da kannst du nicht hingucken. Bergdrache, jetzt, oh mein Gott! Du siehst keine Schuhe bei Janna, sondern needlessly nach dem Fight. Alter, wie asozial ist das? Naja, auf jeden Fall guter Disengage. Wir sehen es schon, der Root ist draus, das ist der Hauptschaden von LeBlanc, ist jetzt mehr oder weniger rausgekommen. Ist aber völlig egal, Redemption
haut da volle dagegen. Schöner, sehr, sehr aggressive Flashes, finde ich auch in Ordnung. Du willst jetzt einen nach dem anderen abreißen, um Objekte zu bekommen, weil die müssen jetzt sterben, weil du kriegst jetzt kein Turret, weil die Waves da nicht ausreichen, beziehungsweise sind eh schon fast alle down. Und das ist halt stupides 1336 in 2 gegen 4. Ja, das ist halt der Grund, warum aktuell Janna halt auch so eine brachiale Winrate hat, was die Solo-Queue angeht. Die ist ja auch super nach oben gegangen. Ja, ja. Also Janna Adenzenza ist der Wahnsinn. Ah, das ist halt... Du hast es nicht schwierig. Und wenn du einen AD-Carry hast, der ein bisschen fähig ist, das Ganze umzusetzen, gute Nacht. Dann ist halt wirklich, wirklich RIP. So, jetzt hier K.O. Chart hat sofort geholt. Er wird keine Unterstützung bekommen. Also der Trundle ist schon unterwegs. Squishy, ne? Der geht jetzt in die Ultimate rein. Oha, okay, aber das kann... Oh mein Gott, der kriegt trotzdem ordentlichen Damage. Der lebt halt immer noch. Alter, K.O. Chart! Holy shit! Oh, die sind halt so weit vorne. Ja, aber wer soll auch Schaden machen? Das war's. Will ich sagen, du bist auch tot, du wirst jetzt einfach tot gesperrt. Double Kill, das ist natürlich das Bild. Okay, das war auf jeden Fall sehr humorvoll von der guten Yamato Canyon hier unten. Das ist natürlich Blade of the Ruined King Renekton, ne? Der drückt halt mit voller Aufladung W und kriegt 900 Leben wieder gefühlt. Also Yamato kennt halt auf jeden Fall gut die aktuelle Meta studiert. Da hat man es gesehen, Janna Adenzenza, let's go, pickt man noch einen guten Lane-Bully-mäßigen AD-Carry mit dazu. Oh, das ist halt der Wahnsinn. Aber das ist halt Mobbing. Also ich meine, der Need ist die nach diesen Items. Wenn er jetzt wirklich Rabadons geht. Rabadons bevor Boots. Du kriegst wahrscheinlich nicht mal die Schilder mehr durchbrochen. Ja, das ist jetzt schon. Lol. Was wird das? Coach Bell? Nee. Was wird das denn? Was wird das? Kriegst dich Gunblade? Räume für Mad Damage. Was? Okay, die Item, also daraus kann man doch kein Item machen, oder? Ich überlege auch gerade, was er daraus bauen kann, was sinnvoll wäre. Fällt mir auch nicht zu viel ein, weil du kannst aus dem Revolver eigentlich bloß Hexlich GLP oder Protobelt bauen. Ich meine, der Revolver ist cool, der ist sehr, sehr effizient, aber Janna muss jetzt nicht einen Auto-Attack machen. Also, der Schaden ist jetzt nicht so relevant bei Janna. Nee, gar nicht sogar. Ich meine, sie kriegt jetzt 90 AD, wenn sie den Schild auf sich macht, also ihr Schaden ist schon relevant. Aber normalerweise ist es ja quasi nicht das Ziel. Ja gut, aber der Schaden quasi vom Revolver verändert sich dadurch ja nicht. Nee, der nicht. Der ist levelabhängig. Aber wobei, sie ist Level 12. Das ist halt auch jetzt nicht wenig. So, na gut. Turm mit dem Baronbach. Kann bedroht werden. Steve steht da. Ein, zwei Sperre gönnt er sich. Er muss sich auch mal schön zwischen die Fallen positionieren. Gut die Lücke finden, damit er auch nicht festgehalten wird. Macht er bisher ziemlich klasse. Und Duke Duck, der macht so ein bisschen, was er möchte in dem Ball. Kassel, die ihm da 4-0 steht, der hat ja auch kein Problem mehr im Game. Hat seine Stunden das bereits fertiggestellt. Du kannst ihn ab 3 Items, kannst du dir sicher sein. Der wird nicht mehr angenehmer werden. Da hast du die Phase, wo er halt noch klein, lieb, freundlich, zurückhaltend war. Die hast du halt definitiv überbrückt. Und jetzt wird er halt zur Bestie. Das ist einfach groß, fett, asozial. Ja? Und macht das wäre quasi so das Pongdown. Und macht jetzt hier sein Ding. Pillar steht, interessiert niemanden. Die gehen ja alle für Turrets. Der hat auch jetzt schon ordentlich Leben verloren. Wave dir ist natürlich mit Galio trotzdem so ein Stück weit gegeben. Auch die Kate bemüht sich da mit dem Static zu arbeiten. Also das wird jetzt kein einfacher Durchmarsch, aber Nuketag macht es clever, versucht die Aufmerksamkeit ein bisschen nach Süden zu ziehen. Das heißt, hier die nächste Super-Vasallenwelle an den Turret zu bringen. Damit vielleicht einen zu isolieren, weil Kasselin bringt ihn halt sofort um. Ja, da war Toplane auch eine Slow-Push-Wave, also das können sich alle Zeit der Welt lassen. Irgendwann muss gleich auch jemand unten diese Super-Vasallen verteidigen oder man geht dann einfach in den Teamfight mit rein. Joko kriegt jetzt hier den Janna-Schild, dann ist natürlich damit auch eine sehr, sehr große Stärke. Oh, die Katze sind los! Oh, der ist down. Der erste ist gefallen, beim nächsten sind sowieso schon 1000 Sperre drin. Der Turm immer noch nicht down. Steelback rennt hier an allen vorbei. Zack, hat hier seinen Double Kill schon mal bekommen. Triple Kill hat den Heal. Oh, let's down attack! Das reicht! Hat das Triple, Penta Gefahr, ist aber entschärft worden, denn irgendeiner ist hier in der Nähe noch geplatzt. Und Vitality 0-12. Keinen Kill abgegeben. Eine insane Synergie bei den Teammitgliedern. Und natürlich auch bei der Champion-Wahl. Also hier wurde man einfach nur kaputt gepickt und dann komplett zerstört im Game. Das war auf jeden Fall ein sehr knappes Spiel an der Stelle. Aber keine Ahnung. Ich kann mir halt nicht erklären, warum sie den Trundle dagegen gestellt haben. Macht halt in keinerlei Art und Weise irgendwie Sinn. Wenn du halt jemanden schaffst,
beziehungsweise auf der Botlane in diesen 2 gegen 2 jemanden mit einem Pillar vielleicht irgendwo einzuklemmen, dann kommt die Janna und die CC dich halt. Gleichzeitig hast du natürlich auch eine gute Möglichkeit, also diese Combo aus Janna Kalista ist halt einfach so sicher. Sie ist so gut, weil du Arden Sensor hast und sie ist so sicher, weil Janna kann Ziele wegulten und wenn Janna sich quasi opfert für den AD Carry, um vorne zu bleiben, holt Kalista Janna wieder zu sich ran. Du kannst sie quasi gar nicht ganken. Du kannst nicht aggressiv gegen diese Combo vorgehen und wenn du halt Trundle als Support hast, dann kannst du halt dich irgendwie durch Poke punishen. Ich glaube, deren Hoffnung war wirklich, dass Caitlyn alleine so viel Druck ausübt, dass sie trotzdem noch eine Lane haben, die aggressiv den Gegner an den Turret drängt und dann vielleicht auch Xerxes dadurch mehr machen kann. Aber es ist halt nicht. Also Trundle ist halt hier im Weg. Normalerweise hast du ja früher irgendwie Caitlyn, Lulu oder Caitlyn Karma oder sowas richtig Aggressives gespielt und er hilft dir halt. Er hilft dir später. Später ist ja offensichtlich zu spät gewesen. Naja! Wir machen eine Pause. 5 Minuten wird das Ganze dauern. Danach gibt es eine Analyse und dann Game 2. Bin gespannt, ob die einen oder anderen sich erholen. Mach das wunderbar! Was ist denn da los?
Herzlich willkommen zurück in der AMD-Analyse-Ecke mit Krokettenkalle, Eis und Waffel und Tolkien. Yeah. Hey. Yo. Null Kills, null Tower geholt, null Chance gehabt gegen Vitality. Was war da los? Wieso haben sich die Unicorns of Love so an die Wand spielen lassen? Naja, es waren halt wirklich mehrere Dinge, die wieder zusammenkamen. Zum einen hast du halt einen relativ nicht dominanten LeBlanc gegen Kassadin gehabt, was Matchup ist, was halt im Late Game, der Kassadin Late Game ist halt insane. Du musst ihn halt kontrollieren, du musst ihn pressuren können, ansonsten hast du damit halt ein ganz, ganz dickes Eigentor geschossen. Gleichzeitig hast du einen Kane, der halt im Early eine absolute Fluppe ist. Also der Champion an sich ist halt einfach nicht stark im Early. Mhm. Du musst halt, brauchst eine ganze Weile, du hast kein HCC. Mit dem Form-Switch, da geht es dann halt wesentlich besser voran, aber der kam bei Minute 18 was, glaube ich, 19 so in dem Dreh. Also sehr, sehr spät, verhältnismäßig. Und du hast den Trundle auf der Botlane gegen den Janna. Das heißt, du kannst als Kalista Janna machen, was du möchtest, hast null Druck. Hast einen Freilos. Ja. Und es wurde Arden Sensor First gebaut. Tja, wen wundert's? Ja, wir wollten noch mal kurz einmal auf die Pick-and-Bun-Phase zu sprechen kommen. Und da haben wir uns noch eine kleine Szene rausgesucht. Da wollte Tolkien gerne noch mal was zu sagen. Das gucken wir uns noch mal kurz an. Und dann kann Tolkien reden. Genau, also natürlich ein Perfect Game beginnt auch und dann in der Pick-and-Bun-Phase. Und wir haben ja diskutiert, dass wir nicht wirklich den Impact von Yamato Cannon beeinflussen können. Und zwar der Blanc wird gepickt. Dadurch kann kein Support mehr gepickt werden für eine Lane-dominante Kalista. Denkt sich UL. Stattdessen kommt der Counterpick in Kassel, den der später recht spielen scheinen wird. Und der Irelia-Bun forciert den Gnar-Bun. Und es hat später den riesigen Vorteil, dass sie Ana nicht picken können. Dass sie Ana nicht picken können, aber UL trotzdem eine Frontline braucht. Hello, Darkness, my old friend. Ah, ja. Und UL trotzdem eine Frontline braucht und damit dann später Galio und Trundle geht, der Delaney wirklich Schwierigkeiten hatten, gerade auch Botlane gegen Janna. Und das hat dann wirklich auch in der Draw, fand ich sehr intelligent im Nachhinein von Yamato Ken. Und da können wir nochmal wirklich auch Props geben, Perfect Game, natürlich auch zu den Spielern zu Lasten zu tragen. Aber Yamato Ken hat auch einen sehr guten Job gemacht in der Preparation und die Draw war sehr solide. Amen. Damit gehen wir jetzt erste Replay, was auch quasi Spielinhalte liefert. Bitteschön. So, da sind wir an der Aktion, die halt schon ziemlich entscheidend war. Nukeduck, der war bis dahin halt noch 0-0-0 unterwegs. Xerxe hat halt da keine Auswirkungen, wird halt gecatcht im Jungle und verliert halt einiges an Leben, kommt gerade so raus mit der Ultimate. Ja, man ist sogar in der Vorteilsituation, weil Galio halt mit der Ultimate schneller da ist als der eigene Renekton, spielt aber keine Rolle. Der Schaden fehlt halt einfach. So, und ohne den Schaden kriegst du halt die Kills nicht. Nukeduck spielt das ja auch sehr, sehr intelligent an der Stelle, dass er halt einfach den Cooldown von seinem Ultimate nochmal einmal mit einem Flash überbrückt, dann nochmal hinterherkommt, um den Kill zu snacken. Damit gehst du halt als Kassadin 2-0 ins Game, was halt, ach, das tut mir mal so weh. Man hat auch noch das Q von Galio da mit dem Flash gedodged. Ja. Das war sehr, sehr schön. Du hast es auch nochmal schön analysiert, als wir das zusammen gucken. Aber juicy, einfach nur schön. Juicy. Ja. Ja, wenn Kassadin, wie du angesprochen hast, so ins Late Game kommt, dann kriegt er im frühen Spielverlauf einen Blue Buff und eine 700 Goldspritze. Das geht dann nochmal, das ist juicy. Einfach juicy. Das ist juicy, ja. Gut, gehen wir mal ins nächste Replay rein, in die nächste Spielsituation. Bitteschön. Ja, hier sehen wir einfach noch den Midlane engaged. UL versucht noch irgendwas zu machen, aber es war schon eigentlich nach dem Moment, nachdem der Herald gefallen ist und das generelle Dragonplay war, einfach Seiten Vitality sehr one-sided. Und hier sehen wir einfach den Re-Engage, den sie bringen. Janna liefert halt den Disengage und auf einmal wird sie danach hinterher reingeworfen, nachdem der erste Champion rausgenommen wird. Dann kommt die Wurzel vom Maokai, der Fall-Up-Engage und die DPS, die sie liefern können, mit der Kalista, die auch zu dem Zeitpunkt lange Sense hatte und dann Kassadin, der wild herumwirft, ist einfach absolut ekelhaft im Midgame, gerade wenn man schon so ein Lead hat. Ja. Das war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, was die Vitality Boys hier abgeliefert haben. Wir haben leider noch ein letztes Replay. Eins nochmal kurz die Frage an dich. Wie hast du das so selber noch so miterlebt? Also, wir haben die Unicorns of Love versucht, nochmal gegenzuhalten. Und warum hat das nicht funktioniert? Ja, halt versucht, Picks zu machen. Also, du hast die Verzweiflung schon gemerkt. Sie mussten halt für Plays gehen. Und wenn du halt kein Team hast, was halt Plays machen kann, was halt gut Picks machen kann, gerade auch, weil ja eigentlich LeBlanc so ein Core-Champion ist, um Picks zu machen, wenn du die halt schon nicht mehr ins Spiel mit reinkommst, dann ist halt Hopf und Malz verloren. Da weiß ich genau, wovon ich rede. Ja. Ach so. Es läuft bei dir ja so ähnlich ab in der Solo-Queue. Nee, ich meine eigentlich beim Bierbrauen. Also, hey. Maxim hat's verstanden. Ich hab dir eine Aufgabe gegeben, Maxim. Gut, ein letztes Replay wollen wir noch sehen. Und das sehen wir jetzt hier auf der Botlane. Nochmal, also wirklich, Renekton hatte zu Zeitpunkt schon sehr viele Dueling-Items. Und zwar mit Black Cleaver und auch Time-Hard Blade of Runewound King. Und das ist einfach, sie versuchen ihn rauszunehmen. Und wirklich mit der Frontline, die sie auch haben, dem DPS, den sie haben. Aber zu dem Zeitpunkt, also für mich war wirklich der Moment, als Renekton den Herald Solo gemacht hat und Xerxes sieht, Herald stirbt. Okay, das bedeutet wahrscheinlich, der Jungler ist Toplane. Er face-checkt den Dragon. Da sind aber auf einmal Maokai und das der Rest des Teams, die Inferno Drake machen. Er stirbt, sie kriegen Inferno Drake, Herald und dann spielt er noch den Toplane Turret. Und da hat man einfach gesehen, was Renekton dadurch auch für ein Beast geworden ist. Und also
Absolut verrückt. Ich muss auch persönlich sagen, dass ich fand, dass Felix Sang halt überhaupt nicht mit diesem Trundle umgehen konnte. Also er hat sich in einer Nachteilssituation gesehen und er ist halt übel oft für useless Pillar gegangen. Er geht halt nach vorne, stellt einfach einen Pillar in die Gegner rein, verliert Hälfte Leben. Also für nichts. Er hatte keinen Sinn, Zweck darin, es kam kein Gang, sondern er hat irgendwie versucht, mit dem Champion halt da zu sein und irgendwie Anwesenheit zu demonstrieren und jedes Mal ging es halt irgendwie nach hinten los. Also das hat sich überhaupt nicht ausgezahlt. Und grundlegend kann man dem Game wirklich sagen, wenn Kassadin im Early nach vorne kommt, dann hast du halt bei Unicorns viel Losing Positions. Jede einzelne Position ist im Early hinten. Und das ist halt für so ein Game, für ein Competitive Game, wenn du spielen möchtest, halt einfach eine fatale Ausgangsposition. Ja, schwierig auf jeden Fall. Gibt es da noch was Vitality falsch gemacht hat? Oder gibt es Fehler, die man jetzt vielleicht sogar noch im zweiten Spiel verbessern kann? Oder war das flawless, top-notch, einfach eigentlich müssten die in die Playoffs? Eigentlich müssen die Playoffs ein bisschen weit gegriffen. Also ich denke, sie haben wirklich Worlds verdient, Finals. Nein, natürlich. Also es war ein Perfect Game. Sie haben weder Harold noch Drake bekommen, abgegeben und sie haben alles mitgenommen, was auf der Map da war. Man könnte sagen, man kann eigentlich nicht mal sagen, dass sie das Game hätten schneller closen müssen. Das war wirklich sauber runtergespielt. Also ich sagte, wenn SKT nicht zu den Worlds fährt und Vitality hinfährt, dann rasiert sich Kalle eine Glatze. Oh boy. Das geht ja nicht mehr. Wieso? Dann sei da froh. Achso. Ja, du hast ja die besten Einfälle. Hier, ne? Hier, sag ich nur. Gut. Ja, Wow. Ja, wenn du hier feuerst. Kalle, jetzt mach mal low hier. Nee, wenn du feuerst. Mach mal low hier. Hallo, herzlich willkommen zurück in Abend, die Analyse-Ecke mit Kroketten, Karl Eis und Waffel und Tolkien. Wir sind kurz zum zweiten Spiel zwischen den Ninjas, den Ninjas of Love und den Unicorns of Vitality. Ja, gut gerettet. Ja, wir schauen jetzt gleich aufs zweite Spiel. Die Pick-and-Ban-Phase steht kurz bevor. Und jetzt möchte Vitality hier natürlich noch gewinnen. Die Frage ist, wird es jetzt nochmal ähnlich ablaufen? Haben sie jetzt noch die Chance, genau so ein Spiel und so eine Pick-and-Ban-Phase hinzulegen wie eben? Wir springen jetzt rein, es geht jetzt los. Pick-and-Bans gehen raus. Die Seiten sind schon mal die gleichen. Jo, da hat man halt immer abwechselnd Seitenwahl. Also du musst nicht einmal blau und einmal Red Side haben. Dementsprechend ist es ganz okay so und ich denke, jetzt wird Unicorns hoffentlich ein bisschen aufwachen. Vor allem, weil wir ja vorher schon im letzten Draft so ein bisschen angesprochen haben, dass sie eigentlich so ein bisschen Early-Game-Element mit reinbringen, wovon halt nicht viel zu merken war, abgesehen von LeBlanc, die halt aber auch gegen diesen Kassadin einfach nicht gut aussah. Und ich hoffe, dass sie jetzt halt mehr von diesem Sicherheitselement mit reinbringen. Ansonsten heißt es für sie halt wieder ausharren. Wenn sie nicht ausharren können, dann verlieren sie. Noch einmal die Statistik gesehen, dass wirklich Unicorns of Love, auch wenn sie nach 15 Minuten ein Defizit haben, trotzdem noch 10 Spiele gewonnen haben. Das ist halt auch genau das, was du ansprichst. Sie brauchen diese Sicherheit, dass sie auch wirklich skalieren können und nicht viel Losing Positions haben und dazu noch outscaled werden. Und genau das muss in der Draft jetzt sichergestellt werden. Wenn sie schon im frühen Spielverlauf das Ganze nicht contesten können, dann müssen sie mithalten können. Ja, und jetzt geht ihr bei der Caitlyn durch. Die wurde jetzt hier nicht priorisiert, weil er jetzt hier zwei Tanks rausgenommen und den Thresh bei Vitality und gibt jetzt die Caitlyn so gesehen ans Gegnerteam ab. Ja, wir können eigentlich damit rechnen, dass es eine sehr ähnliche Draft wird. Davor war Maoka nicht gebannt und stattdessen wird jetzt eben Gragas gepickt. Wahrscheinlich noch Kalista. Es hat sehr gut funktioniert. Allerdings ist das Matchup nicht unbedingt das Beste, einfach weil Caitlyn mit der Auto-Tank-Rage dominiert. Aber wenn man halt Trundle hat und gegen sich eine Jenna sieht, dann ist die Lane trotzdem einfach. Mal sehen, wie Unicorns of Love vielleicht denkt zu adaptieren. Also ich hoffe sogar, dass sie eventuell die Jenna hier wegpicken, was immer noch eine gute Option wäre. Sie gehen halt ähnlich vor. Das geht jetzt aber auch fix. Das geht jetzt auch super fix. Ich finde, die Irelia hatten sie im letzten Game noch gebannt, ne? Ja. Richtig. Ja, der Caitlyn haben wir eben auch gesehen. Interessant, sie denken sich jetzt vielleicht mit einer ähnlichen Idee wie letztes Game. Jetzt müssen sie entweder den Top-Lane-Pick bannen oder wir bannen die Hard-Matchups für nachher. Aber nachher hat nichts wirklich so Hard-Counter-Matchups. Jace ist eins davon, deswegen interessant, dass sie sich entscheiden, dass diesmal vielleicht Kassadin gebannt wird. Jace hat natürlich ein relativ leichtes Matchup gegen Nahe in der Top-Lane, weil er mehr Range hat im frühen Spielverlauf und auch Lethality gehen kann. Während Nahe wirklich sehr lebenslastig baut und relativ wenig Armor früh bekommt. Allerdings ist das Ganze wirklich, ja, ein Coinflip. Ja, und vor allen Dingen ist es immer noch ein Flexpick, also du kannst ihn theoretisch auch in die Midlane stellen gegen LeBlanc. Auch da funktioniert er so ganz Stück weit, also er kann Hextrinker bauen, er kann halt mit seinem eigenen, was ich Hammerschlag heißt er glaube ich, also mit seinem Q kann er quasi einen Dash von LeBlanc canceln. Auch das ist nicht verkehrt. Ja, somit habe ich gar nicht gedacht und wenn man das Szenario bedenkt, dann ist es sogar quasi als weiterer Flexpick hat man das, was vielleicht Unicorns of Love sich gedacht hat, gecountert. Ja, also da hat man halt super viele Optionen eigentlich gerade bei Vitality, dadurch, dass du halt jetzt Gragas und halt den Jace mit drin hast. Ich bin gespannt, wie sie das Ganze hier zu Ende bringen. Lulu, Blitzcrank werden rausgebracht und Jana wird diesmal gebannt. Jetzt denkt sich vielleicht einfach Vitality, hätten sie zwei Midlaner gebannt oder dann senden wir einfach Jace in die Midlaner. Das ist wirklich ein sehr intelligenter Gedankengang, den ich gar nicht mitgegangen bin. Und eventuell wird Unicorns of Love jetzt wirklich Probleme haben, weil Vitality einfach diese Flexibilität natürlich bis zum Last Pick mitnehmen kann. Das ist halt genau der Punkt. Sie sind ja auch noch in der Option oder in der Position, dass sie dort den Last Pick halt mitnehmen. Ja, jetzt gibt es ja noch Orianna. Jetzt ist also Jace auf der Top-Lane. Und die Unicorns antworten jetzt noch dementsprechend. Sie brauchen auch noch einen Support. Und eine Poppy wird eingeloggt. Haben wir auch Poppy. Schon.
ewig nicht mehr gesehen. Poppy Support? Also Poppy war ja ehemalig nicht schlecht gegen Jace. Es war kein Hardcounter, man ging so 20 CS zurück, hatte dann irgendwann als Sunfire und Ninja Tabi und konnte dann gegen Jace Even gehen. Aber das würde dann die Frage aufwerfen, wo geht Nah hin? Und dementsprechend würde ich einfach zu Poppy Jungle eigentlich tendieren. Ja, sieht auch so aus. What? Wir haben tatsächlich in Solo Queue, ich glaube, zwei Poppy OTPs, die sehr viel Jungle spielen, aber sind beide in der Meta nicht sonderlich gut aufgehoben und glaube Low Master. Ich weiß nicht, inwiefern Zergs natürlich... Sein Spielset sind auch verrückte Champions. Und es ist auch gut zu sehen, dass Unicorns of Love auch an diesem Klientel, also sich an diese Idee hält. Und man muss natürlich sagen, wenn Poppy eins kann, dann ist es unglaublich gut, Kalista daran hindern, Spaß zu haben, weil sie muss halt nur W drücken und Kalista kann auf einmal nicht mehr Auto taggen. Mhm. Und wenn sie es tut, wird sie Chain CC. Ja. Das heißt, das ist sehr gut gegen Kalista und auch der Gragas Engage kann teilweise denied werden. Ja, jetzt haben wir noch einen Alistar für die Kalista und dementsprechend sind jetzt beide Teams komplett. Bart gibt es jetzt noch für die Caitlyn, das haben wir eben auch noch gesehen. Und jetzt die Frage an dich, lieber Tolkien. Wird es ein 2-0 für Vitality oder kommen die Unicorns of Love jetzt zurück? Also ich habe ja 2-1 für Vitality predicted. Dann habe ich aber ein Perfect Game gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Teamcomp von Vitality mir wieder besser gefällt. Einfach, weil ich die Poppy nicht einschätzen kann und weil egal, wer Bart spielt, Bart ein Coinflip ist. Ja. Also Vitality. Okay, dankeschön. Wir geben ab an Maxim und Eis ohne Waffel. Eis ohne Waffel. Maxim! Maxim! Was ist das für eine Eröffnung? Holy shit. Ja, Vitality liegt 1-0 vorne. Die Yamato Cannon hat 150 Energiepunkte und Vollöde im letzten Game. Einfach nur die Unicorns weggeboostet. Nun ist aber die Frage, ob man zurückschlagen kann. Ein bisschen Flexibilität ist nämlich aufgetaucht. Wir haben einen Bart und du hast dich ziemlich doll bei der Poppy gefreut. Also bei der Poppy muss ich sagen, ja, aber Jungle Poppy... Ich würde gegen Kalista ist Poppy insane. Ja, gegen das auf jeden Chase Fall. Ebenfalls. Also gegen Alistar ja auch. Also gegen Alistar auch, gegen Gragas ebenfalls. Also ich meine, funktioniert vom Grundprinzip, allein schon wegen dem W ist sie sehr useful. Die Frage ist halt bloß, wie gut ist die Jungle Clear Speed im Vergleich zu den anderen? Da kann ich sie nicht schlecht einschätzen und würde sogar sagen, dass sie da halt hinterherhinkt. Auch ihre Gangs sind halt, wenn du halt nicht gerade eine Wand hinter einem Gegner hast, nicht unbedingt die stärksten. Das heißt Tiamat Poppy? Also ich kann mir halt vorstellen, dass Maxerx jetzt wirklich eine außergewöhnliche Variante wird, dass es da halt wirklich in Richtung Titanic Poppy oder sowas zum Beispiel, also ja, Tiamat Poppy halt geht. Ich wirklich was Spaß. Nee, ich kann mir das wirklich vorstellen. Also das, ich habe halt so den ganzen Split über so zwei, drei Poppies im Jungle gesehen. Aber ihr Q ist doch nicht bad, oder? Ist ja auch nicht. Das Problem ist halt, dass es halt ein fixer Wert. Das skaliert ja auch nichts mit so richtig und der fixe Wert ist 8%. Und 8%, gerade wenn du halt diese kleinen Raptoren vor dir hast, ist nicht wirklich viel. Bin gespannt. Also man kann natürlich auch sagen, man kann ja auf Barmis und so weiter gehen, das hat ja auch nochmal Flächenschaden und sie hat den entsprechenden Clear. Aber mal gucken, ich bin gespannt. Poppy, richtige Poppy-Master haben nicht nur eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit, was ihr W angeht, um wirklich wichtige Sprünge von Steelback oder Joko oder Carboshot zu verhindern, sondern sehr, sehr interessant wird es auch bei der Ultimate. Das heißt, man kann aggressiv vorgehen und einfach sagen, okay, ich knock dich jetzt hoch, damit du dich für mein Team positionierst und ich bring dich dann um. Oder sie knallen dann die Frontline weg, was Vitality sehr verwundbar dastehen lässt. Oder ja, andersrum, sie lassen die Frontline da und knallen die Carries weg, auch das ist halt oft das relativ... Das stimmt. Relativ. Das ist halt auch so ein Grund, ich habe mich halt bei Poppy echt gefreut, also ich bin halt, ich spiele sie selber halt sehr gerne, aber ich spiele sie natürlich viel auf der Top-Lane. Ich habe sie jetzt auch schon das ein oder andere Mal als Support gesehen und sie ist halt ein Champion, ähnlich wie Gragas, finde ich, vom Design her, die mit der Ultimate quasi tiefer entscheiden kann. Wenn halt wirklich die richtigen Leute, wie du schon gesagt hast, wegboxen, das ist halt insane wertvoll fürs Team. Aber natürlich musst du dafür auch erstmal die jeweilige Situation schaffen. Und dann musst du halt auch erstmal hinkommen, wenn du halt im Early wieder zurückfällst, was da passiert haben wir im letzten Game, glaube ich, als Paradebeispiel gesehen, dann kannst du halt auch einfach mal sang- und klanglos untergehen. Ja, ich denke aber hier, dass die Snowball-Gefahr geringer ist. Erstens hasse ich Jace. So, ich finde Jace einfach terrible. Und sehr, sehr, oder sagen wir so, ich finde Jace sehr, sehr schwer zu spielen und auch in ein Teamgefüge mit einzubringen. Ja, hier aber stärkst du erstmal solo ganz gut dabei. Also Poppy hat eine gewisse Tinkiness am Start. Die Frage, wer halt den ersten Gang sauber durchzieht. Und wer vor allen Dingen hier die Botlane so ein Stück weit regiert, weil das kann Bart. Bart ist auf jeden Fall deutlich, deutlich stärker als Trundle in der Lane. Ja, definitiv. Gerade auch der Grundschaden, er hat ja quasi schon eine Fähigkeit auf Level 1 mit dabei, ohne dass er irgendwas skillt über die Passive. Dieser Grundschaden ist halt phänomenal und du kannst halt vor allen Dingen richtig schnell Thunderlots dich brocken. Damit kommt halt, da kommen halt zwei, drei Damage-Faktoren zusammen und dann ist er halt auf einmal Burst draus geworden. Den halt gerne mal unterschätzt und Alistar Sustain ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so gut. Früher war halt echt gut, jetzt bist du halt, du kannst dir erstmal nicht mehr aussuchen, wann du ihn einsetzt und er ist halt auch nicht mehr ganz so stark. Und dann kannst du natürlich mit dem aggressiven Support deutlich mehr anfangen, also da ist mir der Bart 100.000 Mal lieber als der Trundle. Ja.
Das kann ich nachvollziehen. Einzig schade ist, dass er seine Ultimate nicht... Also seine Ultimate kann, glaube ich, immer noch gut gegen Orianna einsetzen. Normalerweise ist ja Bart so ein irritierender Midlane-Counter gegen Victors oder generell gegen langsame Midlaner, die von der Ult erfasst werden können. Genau, so Anivia, Victor, Ori funktioniert das auch ganz gut. Weil Ori halt noch diese Beschleunigung zur Verfügung hat und Ori macht halt Peng, wenn sie aus der goldenen Form rauskommt. Also auf einer Ori wird es auch nicht stehen, wenn sie die Shockwave casten kann. Schöne Rotation von Xerxe, wusste Bescheid, dass hier ein Gank passieren kann. Sowohl Nah als auch Jace können sehr, sehr gut snowballen. Weshalb da einen gewissen Fokus drauf zu legen ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Und auch am gestrigen Tag war dieser enorm konsequenzreich. Letztes Spiel quasi auch. Und Nekton ist ja halt doch ein bisschen sehr eskaliert. Das ist auch interessant, dass sich Nuketag hier in der Mitte für die Heilung entschieden hat. Sieht man aktuell relativ selten. Und ich muss auch sagen, dass man das Storm oder Surge Orianna auch relativ selten sieht. Das ist halt eine sehr extravagante Variante. Schönes Wort. Ich finde es aber modern mittlerweile, weil es gab ja immer die Version Flash Ghost. Haben sehr, sehr viele gespielt, sehr, sehr viele Immobile, ja. Auch die ganzen Syndras und sowas. Und Storm Raider ist dein Ghost-Ersatz. Und zwar ein ziemlich solider. Jo, weil es ist halt wirklich für den Moment funktional. Und du hast halt immer noch die Precision dabei, was ich sehr wichtig finde. Ich bin halt echt gespannt, wie er es macht. Also ich weiß ja, wie Power of Evil dieses Matchup jetzt bilden würde. Und das würde auf jeden Fall sehr interessant aussehen. Ich glaube, man kann hier Rod gehen oder Morellos oder halt wirklich sehr, sehr viel AP. Das soll halt so ein mehr überlegen. Also es gibt ja zwei Varianten. Entweder du nimmst die Überlebensfähigkeit halt mit, dass du halt nicht instant geburst wirst. Das halt ja auch eigentlich in dem Matchup die Läuterung ein ziemlich gutes Utensil ist. Um dich halt von der Kette lösen zu können. Ja, das war's. Zack. So. Oh, der Flash! Das war ja wirklich hässlich. Das war richtig hässlich. Mann. Da war vor allen Dingen Alistar war halt schon da und auch Joko. Ja, ist er denn da Kopf auf dich, hast du gehauen? Weiß ich nicht. Das war Nuketag. Ja, da sind sie beiden. Ja, das wäre nämlich passiert. Ja, wenn er einfach zu seinen Teammates geflasht hätte. Der wäre safe gewesen. Er wäre ja 100%ig rausgekommen. Ja, das ist halt der Vorteil von hier. Also ich meine, du kriegst ja trotzdem die Beschleunigung, die Ghost-ähnliche. Storm Raiders proxte gegen LeBlanc jedes Mal. Oh, so ärgerlich. Aber muss man durch. Unicorns hat es auch quasi ausgenutzt, aber XLE, ja, wieder klassischer XLE. Ja, leider gestorben. Ärgerlich natürlich. Poppy hat den Kill bekommen, muss man dazu sagen. Na, das ist sogar noch doppelt ärgerlich an der Stelle. Aber ich glaube, Poppy gar nicht so verkehrt. Wenn sie dadurch jetzt schnell an Bunny Cinder rankommt, ihr Jungle Clear Speed, glaube ich, bedeutend besser. Das ist ganz normal eine Wiederholung und Nuketag hat auch keine. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er geflasht ist, um den Kill zu kriegen. Denn er dachte, er spielt mit Ignite. No. Nee, das war ein Riesen. Das war irgendein Fehler. Ich glaube, der wollte den Ball irgendwie dorthin transportieren oder so. Vielleicht wollte er das System outplayen und dachte, wenn er in die Kette reinflasht, wenn sie gerade ausgelöst wird, dann stürzt das Spiel ab. Der flasht auf der Seite. Der Ragaz war einfach so da! Er war so nah dran, der hätte die Poppy locker weggehalten. Genau, und sie waren ja alle Karten schon von XLE ausgespielt. Er hat ja da nichts mehr, wenn die Chain. Ist halt wirklich ärgerlich. Gerade in diesem Matchup ist es ja spezifisch doppelt ärgerlich, weil wenn du gegen LeBlanc auf Level 6 da nichts mehr hast, dann bist du halt gankanfällig. Die dasht nach vorne, die erste Kette sitzt, dann kommt der Gank, du denkst so, oh, ich komm raus, dann kommt die zweite Kette, wirst du nochmal 2 Sekunden festgehalten, ja, und bis dahin ist der Gank da und Poppy bringt halt auch CC mit. Und vor allem auch Tankiness. Also eine Orianna hält nämlich lange durch, aber dann kannst du sie unter den Turret weiter verfolgen und weiter Schaden reinbringen, weil Poppy denkt sich, ich weiß gar nicht, was Turmschüsse heißen. So, sieht ja quasi den Turm nicht. Für sie dann doch recht praktisch. Aber gut gemacht. Barmis ist da. Wave Clear und diese Jungle Clear erhöht sich von der Geschwindigkeit. Und jetzt heißt das Timing. Oh, das war eigentlich dran. Oh, das war aber auch richtig stark von Kabushar. Der hat ihn ja weggestoßen. Ja, ist quasi im Flug weggeflogen. Und das dann bleibt, glaube ich, auf der Ursprung, also auf der Ausgangsposition. Nee, trotzdem. Das ist bei dem ja nicht so. Okay, ich dachte, das ist beinahe. Der hat sich jetzt wirklich aktiv verschoben. Natürlich ärgerlich. Aber ist der denn quasi schon genau da, wo er hin verschoben wird? Wenn er mitten im Flug quasi. Also er kommt an, er kriegt einen Stun, wird weggeschleudert. Verschiebt sich das? Also siehst du das visuell, wie sich das mit verschiebt? Ja. Okay. Das ist beinahe übel seltsam. Aber also Nah zieht es immer durch, dort wo er gerade ist. Also auch wenn er genockt ist, macht er ja trotzdem seinen Bodenschlag. Wenn er quasi theoretisch in die Luft haut. Das heißt, wenn du in einem Ultimate von Rice drin bist und es irgendwo hingeportet, dann kommt instant Stun. Da müssen wir mal gucken, wie Terrain-Berechnung läuft. Weil ich glaube, er muss vorher die Terrain-Berechnung machen. Aber die Kombo habe ich noch nicht gesehen, sagen wir es mal so. Okay, zweite wichtige, schöner Flash. Zweite wichtige Frage, wenn wir dabei sind. Was passiert, wenn Camille ein Kane ultet und der Kane Teammate von Camille ultet und der rausläuft aus der Zone? Dann ist Kane läuft mit. Dann kommt Kane raus aus dem Camille Ultimate? Ja. Kam Kench kann das auch. Ah.
wahrscheinlich einer der wenigen, die es können. Aber das ist halt beide so eine Timecatch-Mechanik. The more you know. Ja, LOL ist immer noch ein Mysterium und es gibt sehr viel. Es gibt halt einige richtig knackige Interaktionen, die halt natürlich auch so selten sind, dass man sich jetzt da nicht mal den Kopf drüber zerbrechen muss. Aber gerade so eine Champions wie Tahm Kench oder Kane bieten halt Potenzial für etwaige Bugs. Und competitive sollte man das wissen, so. Weil sonst, Remake. Das, was es gibt, ist halt immer noch ein Remake. Es gibt ja manchmal so Klassiker, das war auch, Challenger Series, als ich glaube, es war Challenger Series, wo einer quasi auch mit Olaf dachte sich so, okay, kacke aus, die Gegner machen den Nasher, ich muss jetzt mit dem Knallzapfen rüber, muss stealen, aktiv sein, und auf den Knallzapfen. Oder einmal Fragezeichen, okay, was ist da gerade passiert, warum bin ich nicht rüber geflogen? Ja. Der Klassiker. Vielleicht habe ich das schon gesehen. Das war einfach nur wunderschön. Aber auch schrecklich gleichzeitig. Aber es bleibt halt in den neuen Regeln, also mit Morgana Schild funktioniert ebenfalls, du bist halt fucking immun. Und wie gesagt, einer der häufigsten Nachrichten, die ich bekomme. Hey Maxi, du kannst Colossus mit dem Knallzapfen auslösen. Hast du das gewusst? Das heißt, auf keinem Champion ist halt Colossus useless. Ja, geht mit jedem. Ja, und zweitwichtigste Nachricht aktuell. Ich glaube, das wird kein Verein Geld hier. Man kann die Übungspuppen töten, wenn man Fear Reduction hat. Also offene Wunden oder Ignite oder so. Du verbringst eindeutig zu viel Zeit in diesem Übungsmodus. Ich nicht! Ich krieg bloß 1000 Nachrichten, aber nee, Maxi, das geht. Ich habe einen Pentakill im Übungsmodus gemacht, so. Das ist deine Nachricht nicht bekommen. Ja, da kannst du mal ausprobieren, ob du auch so ein. Hexakill gibt's ja zum Beispiel, ne? Kannst du da alles machen. Aber geht das noch höher als Hexakill? Okay. Oha, auf den Gank vor der Mini-Nachform. Oh, boah, der hat sich beinahe transformiert. Schön gemacht von Vitality. Ganz sauberer Dive. Zu dritt hier an der Stelle. Jace bekommt die Kill. Das ist sehr wichtig. Auch schon am Turm dran. Also sind da nicht viel langsamer. Und das könnte sogar klappen, dass man da. Ah, wobei, ne. Sie haben die Hälfte des Turms auch nicht bekommen. Die Wave ist auch nicht da. Das sollte Turret Frostbite an der Stelle für Vitality werden. Es ist halt nur ein Cloud Drake. Also, wenn es jetzt ein Mount Drake wäre, dann könnte man den Tausch noch verargumentieren, weil der besser scaled als der Turret jetzt. Aber der Grundgedanke war von Vitality auch gerade super clever. Sie haben halt Uri auf die Toplane geschickt, haben halt Botlane-Turm von Free aufgegeben, weil sie wussten, dass da der Jungler wahrscheinlich auch hingeht, und haben quasi ihre eigene Botlane in die Midlane gestellt. Und LeBlanc ist sogar nach unten rotiert und sie haben halt dadurch noch Free Damage und Free Push Pressure in der Mitte bekommen. Plus nicht die verlorene XP. Caitlyn kriegt normalerweise mit dem Turret halt auch noch einen Farmvorteil. 80-80. Ja, ist halt wirklich sehr, sehr stabil. Und beide sind jetzt entsprechend wieder unterwegs. Nächste Wave. Ja, bekommen sie nicht ganz, aber wenigstens so ein bisschen. Jeder kleines XP-Bisschen ist wirklich wichtig. Und hier kriegt man nicht das Local Gold. Das ist halt auch nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Ah, aber die Spectator wollen es uns zeigen, dass die Vasallen es auch drauf haben. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber ich glaube, da muss man einfach ein Risiko eingehen, dass man jetzt hier irgendwie overstayed. Gerade wenn Caitlyn alleine ist. So ein AD-Carry ist halt alleine nicht unbedingt der sicherste Champion. Gibt so ein paar Ausnahmen, aber Caitlyn gehört definitiv nicht dazu. Sie hat zwar so einen kleinen Gap-Closer über ihr Fangnetz, aber der ist halt klein, da übertreibe ich eigentlich schon. Das ist winzig. Der ist winzig und außerdem super bad. Also, den kann man wirklich wenig machen. So, kommt Echo aus der Camille Ult, wird gerade gefragt. Nee. Er witzigerweise nicht. Er wird auch wieder zur Reset. Das sind wirklich ganz wenige, die das können. Naja, Jace hat auf jeden Fall Daktar First gewählt. Sehr schmerzhafte Variante, aber für ihn halt ganz cool, weil er ist ein Sidelaner. Das heißt, er kann auch von der Ward Detection sehr viel profitieren. Finde ich immer eine schöne Utility, die dieses Item bietet, auch eine unterschätzte. Ah, die Chain hat er sogar noch durchgekriegt. Das war gut gemacht von Exile. Boah, die tut auch gut weh. Dadurch, dass er halt passive und Thunderlord gleichzeitig dadurch prockt, ist halt mal einen sehr soliden Schaden. Man muss mal überlegen, er hat halt noch nichts gebaut. Er hat halt einen Hextech-Revolver, der halt so gut wie gar keinen Schaden mit dazu gibt. Ja, wobei, diese Revolver und Schuhe synergieren schon cool miteinander. Das stimmt, ja. Außer diesen festen Wert und die Penetration sorgt halt wirklich für einen Bonus. Den einzigen Bonus, den du quasi erhältst bei dem Item. Aber das ist auch vergleichst du. Die Mercs sind halt schon da bei Nuke Duck. Die Mercs beziehen ja, wenn du quasi diese M10-Boots baust, schon ziemlich viel. Dadurch, dass sie dir halt mehr Magieresistenzen geben, beziehungsweise diese Magiedurchdringungseffekte halt nur dann sinnvoll sind, wenn halt noch gar keine Magieresistenzen da sind. Ja. Das war übrigens hier ein guter Flash von Nuke Duck. Er wäre sonst an die Wand geklatscht worden, hatte nicht seine Burst-Combo ready, um Storm Raiders auszulösen. Nicht schlecht. Harold dadurch indirekt abgebrochen. Also sie haben jetzt einfach nicht weitergemacht. Ist gut für Vitality. Die wollen auch den Free Turret ihren Kontrahenten nicht geben. Fangen stattdessen selbst an und Kalista halt bei größeren Objekten immer noch absolut strong. Ja. Vor allen Dingen hier bei dem Harold ist natürlich auch immer noch kurz cool, dass du halt einfach 15% von seinem Leben bekommst und du halt einfach nur das Auge triffst. Ich sag's, das ist ganz schön mutig. Ja,
Oh, Bender hat Level 7 zur Verfügung. Ultimate ist aktiviert, wird nochmal rausgeschleudert, dann wieder rein. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen. Oh, schöner Flecht, das ist doch wichtig. Die Bard-Ult hätte wehgetan, weil Bard auch sehr krass mit Caitlyn Fallen und so weiter synergiert. Vor allen Dingen ist halt Bissi Chachi gerade mit Teleport am Start. Er ist halt dabei gewesen, groß zu werden. Also haben ja 10% haben ihm von seiner Wut gefehlt. Und wenn er dort einen Teleport hinbekommt, wenn das Bard-Ultimate trifft, dann ist es natürlich eine ziemlich gute Combo, die halt selten funktioniert. Aber in dem Moment kann man halt richtig, richtig gut einen Teamfight dadurch einleiten. Ja. Das ist auch quasi Bards Stärke, die er nach seiner ziemlich soliden Laning Phase noch mitbringt. Die Ult ist halt A und O. Das Problem aber an der Ultimate ist auch, wenn du die nicht triffst, bist du halt quer useless. Also das ist halt wirklich, du steuerst fast gar nichts mehr zu dem Team bei. Ist ja auch kein Ardent Sensor User. Also er hat so sein Heal, aber Er bringt halt einen guten Schaden mit, aber der Schaden ist halt auch meistens bloß dann verwertbar, wenn du, wie du schon sagst, die Ultimate triffst, damit du dich halt positionieren kannst, dass du ihn Stun triffst, die Passive durchbekommst mit dem Auto-Tag. Ignite im besten Fall halt noch. Das ist halt alles mal so leicht gesagt, aber die Möglichkeiten sind halt auch beschränkt, wenn du halt ihn ja nicht irgendwie festhalten kannst. Genau. Und wann steht schon mal auf dem offenen Feld jemand so dicht zusammen, dass du halt diesen Stun halt einfach ausnutzen kannst? Das ist halt wirklich sehr selten. Also, man hat trotzdem eine gute Waffe gegen Frontlines, also wenn halt zwei Tanks irgendwie beide gestunt werden dadurch, das ist schon so ein Traumszenario, der aber hier einfach nicht gegeben ist. Also hier wird man halt witzigerweise sehr krass auf Distanz bleiben. Joker wird eine indirekte Frontline übernehmen, ich meine es Kragas, aber eigentlich will man die Gegner ganz gut manipulieren und vor allem Carbo Shard das Game gewinnen lassen. Weil ein Jace im 1 gegen 1 wird gegen einen Gnar, er hat kein Free-Win, aber er hat sehr, sehr großes Outplay-Potenzial, weil Gnars Fähigkeiten sind doch trotzdem sehr predictable und vom puren Schadenshaushalt kommst du an Jace nicht ran. Der verkloppt Minion ja brutal. Gerade auch der Vergleich zu der aktuellen Meta, dass du ja normalerweise Tanks spielst, wo halt Lethality nichts wert ist und Jace ja ein Lethality-User ist, ist natürlich immer relativ schwierig, ihn da zu etablieren, aber Gnar will halt Black Weaver haben. Er will Black Weaver haben, Frozen Mallet haben und braucht dadurch ein bisschen länger, um Rüstung aufzubauen. Er hat zwei Zilinier-Tabs gebaut, was halt definitiv gut ist. Axel muss da ein bisschen aufpassen. Aber zu dem Punkt hat er halt einen Dirk gegen sich und das Draktar. Und das sind halt definitiv Lethality-Werte, die halt deine Rüstung überschreiten. Also die Niatabis, nette Idee, sind noch super stark gegen den Hypercharge-Modus. Wie gesagt, die hohe Attack-Speed bringt dann halt wenig. Oder bringt schon was, aber die Schadensreduktion ist gegeben. Das ist halt der Niatabis-Vorteil. Es kann sogar Carbo Shard ebenfalls gehen. Es gibt halt keine Lethality-Boot, ne? Wenn es die geben würde, würde es sich später auch nochmal ein bisschen verändern. Wäre überhaupt nicht OP. Wieso? Ich finde das cool. Wenn die Mages haben, das auch raus. Müssen halt angepasst werden, müssen halt ein Lethality geben. Nein, Mann! So schöne 15. Ja, oder 18, wie alle Items. So klar, und die kosten dann auch 1100. Ja. Ja, der Unterschied ist aber bei den M-Pain Boots, dass du die halt bloß mit Fähigkeiten bekommst und die Fatality auf verdammte Auto-Attacks wirkt. Ja, der muss man ja nah rangehen. Da muss man noch mehr raufpacken. Oh, Carbo Shard wird sich gleich zurückverwandeln und das ist dann sein Tod. Oh, wird gleich angezündet. Dann wird er nämlich Mini. Oh, schöner Sprung. Oh, schöner Flash. Wo ist das Fass? Wo ist die Ult? Wollen ohne Ult machen. Alles klar, Joko bleibt da cool. Da gibt's nochmal die Trommel. Die Glocke eher, die BM-Glocke. Okay, er setzt jetzt den. Was? Was passiert, wenn der Herald jetzt auf den anderen Turm läuft? Macht er nicht. Okay, er geht immer auf den ersten, der da steht. Der ist quasi ein riesiger Zero-Minion. Weißt du, was die Zeros beim letzten Mal gemacht haben? Ich habe die in der gegnerischen Base aufgestellt und der ist zum Tier 2 Turret gelaufen. am in dem Turret vorbei. Ja, das die verkehrt. Wird D-Ron richtig geboostet. Aber nee, die sind da wirklich auf die Türme programmiert und auf die entsprechende Gegend. Ja, interessant ist halt, wenn du ihn beim Red spawnst, ja. Von Mitte geht oder was. Das ist dann nur der. Das kommt genau auf das Pixel drauf an, wo du wahrscheinlich gerade draufstehst oder den draufsetzt, besser gesagt. Ja, oder eine Wall dazwischen ist oder so. Ja, weil wir rechnen die Route dann anders. Ist ja auch noch so eine Frage, ja, wenn da nie wieder Wall oder sowas kurz dazwischen gesetzt wird. Nope. Halt dich fest. Aber ich glaube, die ignoriert da. Durchgehen wir oder nicht? Oh, du meinst ja, der berechnet drumherum. Was meinst du mit ignorieren? Ja, nee, ich denke, er stellt sich ran und wartet, bis es weg ist. Gerade wenn du den ganzen Zugang zu gemacht hast. Also ich glaube nicht, dass er eine andere Route rechnet. Wenn du es auf der Lane machst und er gerade nicht dran vorbeikommt, dann bleibt er auch einfach da und steht. Das ist aber so klug. Er wartet, bis sie weg ist. Ja. Einfach nur die Zeit umgelesen. Entspannt. Ich glaube, es gab sogar irgendeinen Bug. Da hat jemand den Herald bei den Crux beschworen, von der Wand zu den Crux, und der war dann eingesperrt. Weil die Crux halt quasi ihn gebodyblockt haben. Du konntest ja mit dem Z-Portal früher auch machen, dass du halt einfach Leute irgendwo eingesperrt hast, ja. Die sich ja bewegen konnten. Aber die Crux machen das von Natur, sie machen das schon immer. Ich habe halt neulich was richtig Cooles gesehen. Da kam quasi ein Thresh, war an seinem Mittelturm, da kam He, wollte ihn holen, engaged ihn halt hart und er flasht quasi über die Wand, über nach dem He,
Executor zu den Raptoren. Die vielleicht auch rüber und er nimmt sein Flay und haut die Raptoren halt alle um hier rum. Und er steht halt einfach da neben dem Turm oder an dem Turm dran von den Raptoren umringt. Er kommt nicht hinterher. Er kommt nicht vorbei an diesen Raptoren. Das war eine interessante Variante hier, was Wavekey angeht. Ja gut, er wollte glaube ich eher Nuke Duck oder Joko dort vergolten. Ja, und hier? Also ich meine den Turm. Nee, doch, der Erste kommt. Kann Omin einfach zu strong. Klappt hier wunderbar. Ihr merkt, es ist ein relativ ruhiges, rotationslastiges Game. Also Vitality weiß einfach, dass sie vorne liegen und solche Drucksituationen aufbauen können. Unicorns of Love will ihr Scaling einfach nicht verbraten. Ach, das ist jetzt so unangenehm für Visi Chachi. Du hast jetzt Yumos und Draktar gegen dich, beide voll ausgebaut. Also gegen den Jace möchte ich gerade nicht lehnen als Gnar. Der zieht ja zwei Drittel HP ab bei Cymax. Das Schlimme ist halt an der ganzen Geschichte, dass er quasi, wenn er dich, er muss dich ja nicht töten. Wenn er dich einmal zurückzwingt, kann er halt so schnell Türme einreißen. Denn mit jedem Level, das er dazu bekommt, mit jedem Punkt, den er in den B investieren kann, wird halt der Schaden wieder größer von seinen Auto-Attacks, die er mit maximaler Angriffsgeschwindigkeit durchziehen kann. Ja. Wie gesagt, Jason 1 gegen 1 super geil. Und wenn er es schafft, auch entsprechend die Spell zu treffen, die Shockblast, dann ist er ein krasser Champion. Aber ich habe halt schon Jace-Spieler gesehen, die halt keine Ahnung, wie gut standen und einfach verloren haben, weil sie keinen Impact hatten im Game. Weil das Setup für sie nicht optimal ist. Aber mit den Champions, die man hier zur Verfügung hat, mit sehr viel Disengage, mit sehr vielen Möglichkeiten, ihm in das 1-4 zu schicken, ja, davon träumt er eigentlich. Für Unicorns of Love wäre es der Dream gewesen, diese Komposition zu countern, indem LeBlanc gefeedet ist und das 1-3-1 wagt und du jemanden abstellen müsstest. Ja, davon sieht man bisher davon nicht so viel. Das wird auch dieses Spiel nicht mehr passieren. Oh, das ist halt auch peinlich. Oh Gott, er lässt davon ab. Oh mein Gott. Er muss halt die Windmahiv erst nehmen. Ja. Ansonsten würde er die wahrscheinlich in den Turm lassen müssen. Oder Hülisang verliert zu viel Leben, weil er sie halt tankt. Oh, nee, da bluten einem die Augen. Ah, muss man durch. Das ist halt so gut da. So, jetzt hat sich Joko erbarmt. Er nimmt den Cloud. Oh, Mininar. Oh, der Schockblast! Kriegt der den hin? Ja, aber nah hat ein bisschen Einsprung. Da kommt auch noch Gargas von hinten. Ja. Das ist kein Problem. Keine Chance. Er hat nochmal gut Schaden gemacht. Jace hält, wie gesagt, nichts aus. Aber man hat es gesehen. Wartet ab, bis er Mininar ist. Und Mininar hat keine Base-Stats. Die sind einfach absolut geboostet. Das muss ja auch noch rechnen. Wenn er den Schockblast da getroffen hätte, dann wäre es halt nochmal schlimmer gewesen. No. Also kann Chachi sich da freuen. Zack. Ach, keine Möglichkeit, irgendwo hin zu flashen, irgendwie rauszukommen. No. Hat er gut gewartet auf der Lane, um sich zu zeigen. War geduldig. Dann kann er halt diesen Nar dafür auch bestrafen. Jetzt, wie gesagt, er ist halt auch gut darin, Türme einzureißen. Er hat die zwei Türme. Der wurde halt einfach in Windeseile jetzt komplett mit eingerissen. Selbst der nächste Krieg ist durch die größere Vasallen, weil er auch noch ein bisschen Damage hat und der heilt sich ja relativ schlecht. Die Kuh in Gefahr, aber nicht wirklich. Wie gesagt, ist mit Kalista verbunden, braucht nicht immer zu ulten, hebt sich diese Fähigkeit auf. Das ist schön an Kalista, in der Kombination kannst du halt gut überall Deep Ward gehen. Schöner Flash, Healer da auch noch zur Verfügung, nutzt das Ganze jetzt. Shockwave, ah, sehr, fast schon offensiv verwendet. Hat nicht ganz geklappt, Joko auch kein Fass rausgehauen. Ist jetzt hier der goldene Betrunkene, hat noch die Ult. Ah, war gar nicht so schlecht von der Befreiung her, aber da ist halt ein Bartz dann sehr praktisch. Ja. Der wurde da schon gecastet, das heißt, schöner Stun kam hier durch. Das war ein echt schneller Flash gerade von Exile. Das ist ja quasi Shockwave noch Flash, um die Kette komplett durchzubekommen, dass er dann nicht wieder weggesogen wird. Aber ich glaube, mit dem Nasher ist es halt immer noch riskant. Nas gerade groß, als er kommt, ist jetzt aber direkt wieder klein geworden. Und Chachi, der hat halt immer noch einiges an Schaden parat. So, dass ja, halt Alistair noch dabei. Ultimate. Richtig. Baron wird abgebrochen, das ist schon mal nicht schlecht. Kabushard geht trotzdem rein. Oh, bitte! Der Headshot kam vorher an, bevor dem Auto-Attack. Jetzt hat quasi Kabushard das Ganze versaut. Die haben halt alle schon so viel von den Debuffs. Die haben immer noch Kalista gegen sich. Oh, Axelé! Der springt aber mal zurück. Da muss der ADC raus. Samax da hinterher. Oh, die ist alles so low. Die Kuh kann nichts machen. Jetzt ist er down. Und der Baron verhindert. War aber teuer. Das drei war wirklich Kills. Teuer. Das hat quasi verzögert das Ace gerade. Der erste schon wieder respawn, aber 5 Kills insgesamt für Unicorns of Love. Das hat man sich natürlich schöner vorgestellt, aber ich denke, insgesamt war es jetzt noch weniger, als wenn sie halt den Nasher abgegeben hätten. Ja, und der Nasher war auf jeden Fall deutlich schmerzhafter, weil die Konsequenzen mit dem Push so hart sind. Aber hier, ja, hier hätte, glaube ich, Nuke Duck instant über die Wand flashen müssen. Also wirklich gleich das Disengage suchen, mit Joko koordiniert, das Fass und die Shockwave zum Zone verwenden. Aber Joko ist halt auch sehr, sehr aggressiv da noch mit reingegangen. Also er hätte halt viel, viel defensiver stehen können, um zu helfen. Dadurch musste er halt diesen ganzen langen Pfad noch durch den Jungle suchen, konnte halt nicht direkt zum Turm laufen, denn der Turm war ja noch da. Ja. Und er ist ja halt genau aus dieser Richtung gekommen, das ist natürlich ärgerlich. So, und hier ist halt ärgerlich, dass Kabushard gegaged worden ist. Er wollte noch den letzten Auto-Attack auf Visi Chachi durchspringen. Ich denke, es wäre schmerzhaft gewesen, aber hier wird halt Steelback sehr, sehr früh bereits gesaunt. Das
Zack hat jetzt hier nochmal einen Crit abbekommen. Vor allen Dingen auch wichtig, dass Wenders Engage quasi an der Stelle einfach durch ein PPB blockiert wurde. Oh, jetzt sind wir auch weit. Shockwave trifft nur den Support. Oh, der wird aber komplett gefoltert. Alle Ultimates abbekommen. Armer Hüdi sagen hier. Aber es ist nur der Support. Ich weiß nicht, ob man jetzt sich so dreist sein kann und mit dem Baron anfängt. Ich denke, die Vision ist da mal der erste Punkt. Das ist von der Red Side manchmal gar nicht so einfach. Ja, ich glaube nicht, dass sie anfangen. Sie haben halt oben die dicke Wave, die halt noch an den Turmrand kommt. In der Mitte haben sie noch die Wave, die jetzt kommt. Das war wirklich töricht. Jetzt einfach den Nash Random zu starten. Oha, jetzt leben mit der Combo. Lübeck ist komplett egal. Was macht Wender denn da? Wender. What? Er ist 2 Kilometer ins Feindesland reingelaufen. Hat natürlich seine Ult, ist damit relativ kräftig, aber man sieht auch nicht unsterblich, muss flashen. Also haben sie sich aber schlecht eingeschätzt. Also sie hätten da gar nicht flashen brauchen. Die Nah-Ultimate hatte noch Hälfte Cooldown. Und Hälfte Cooldown, finde ich, ist schon wert, den man als Profispieler abschätzen können sollte bei dem jeweiligen Champion. Und da war halt nichts gefährlich außer die Nah-Ultimate. Wenn die nicht da ist, dann ist es halt ein verschwendeter Flash, aber gut, hier geht man auf Nummer sicher. Wenn er somit ohne sein Flash jetzt unterwegs und für Alistar ist es eigentlich schon wichtig. Dieser Flash Engage ist halt viel wert bei Alistar. Ja, der Chat hat jetzt gemeint, er ist quasi zum LeBlanc-Weg gelaufen, um sie dort halt zu punishen, sofort, wenn sie zurückkommt. Aber das war. Also ich sag mal, es war sehr zielstrebig, was er hier getan hat. Das auf jeden Fall. Aber auf Teufel komm raus. Er kann sich halt leisten, er ist halt Alistar. Ja, aber Flash. Ja, das ist Flash. Alistar Engage ist der stärkste in-game. Aber den Flash hätte er auch nicht mehr verlieren müssen. Das war ja wieder er hat das nahe Ultimate ein bisschen schlecht abgeschätzt. Also trotz dieser tiefen Aktion, sage ich mal. Ja, das meine ich. Also wenn er das jetzt aufgespart hätte, ja, der hätte nur die Ult getradet und das war's. Aber der ist ja wirklich wie ein Besessener einfach da durchgetrampelt. Mal gucken. Zweiten Power Spike, auf jeden Fall bei beiden ADCs am Start. Und auch LeBlanc mit viel Penetration dabei. Diese Penetration-Variante mit Maske und Schuhe sind hier auch insane gut mit Gunblade. Der Gunblade-Schaden ist ein fester Wert, abhängig von deinem Level, aber der scaled jetzt irgendwie nicht großartig. Finde ich aber ehrlich gesagt schon wieder Quark, weil du halt gegen Banshees und Mercs spielst. Das Einzige, gegen den es halt noch gut wirkt, ist halt. Das ist halt gegen deine Hauptziele. Und das sind halt, ja. Also gegen Cabochard, aber ja, das stimmt, auch gegen Steelback. Stimmt, gegen Steelback wirkt es halt auch noch ganz gut. Aber in Nukejag wird keine Bedrohung mehr von LeBlanc momentan zu erwarten brauchen. Liegt aber auch an seinem Netz. Also Banshees First ist halt, hallo, ich mach selbst auch keinen Schaden mehr. Das ist halt nicht schön. Ich meine, er hat Merc, er hat null Penetration. Das stimmt, ja. Das ist halt wirklich richtig, okay, Cabochard, du musst jetzt hier mitspielen, aber das soll er eigentlich nicht. Knocker wird's kurz raus, Turret hat schon sehr viel Free Damage. Oh, das war guter Shock Blast! Ganz starke Kiste, sofort auf den Kollegen mit dem Fass reingeworfen. Tschüss, kein Tank mehr, aber spielt keine Rolle, denn hier wieder die kleine Insect-Combo von der Kuh, die Shockwave hält die Leute an Ort und Stelle. Ganz starke Kiste von Vitality hier. Wender kriegt vielleicht, nee, ich hätte gedacht, er versucht noch vielleicht eine Combo, aber der direkte Run zum Baron ist jetzt auf jeden Fall garantiert. Ja, okay, jetzt haben sie halt bloß Caitlyn und Bart gegen sich, das ist durchaus wirklich. Bart keine Ultimate mehr. Caitlyn mit der Ultimate jetzt auch nicht so effektiv im Pit, muss man da wirklich sagen. Die beiden haben keine Chance, irgendwie ranzukommen. Der Nasher sollte in jedem Fall hier an Vitality gehen und damit halt auch einen super Teamfight. Das war wirklich stark. Also, wie hart kann man bitte Exilé hier punishen? Reingesprungen, sofort das Gragas-Fenster hinterher. Joko nicht eine Viertelsekunde gewartet. Und man sieht das Potenzial, die Gegner neu zu positionieren. Also Nukedirk, Cabochard, Steve bringen hier guten Schaden rein, aber das Knockback-Potenzial. Der Schockblast vorher hat auch so wehgetan. Da kam halt hier aus einem schönen toten Winkel. Man hat ihn nicht gesehen. Exile hier den ersten Sprung auf Cooldown, kriegt das Barrel ab, kriegt halt Hälfte Leben nochmal von Cabochard abgezogen. Flasht dann nicht, also das Barrel hätte ja hundertprozentig flashen müssen. Und wurde dann halt einfach zurückgesteuert. Hier auch mal schön gemacht, dass man quasi darauf wartet, dass das Poppy-Ultimate rauskommt und Alistar durch das Poppy-Ultimate, durch dieses Kalista-Ultimate ausnutzen möchte. Und dann kommt zwar nochmal die Nah-Ultimate durch, aber dir fehlt halt schon mal dein Main-Damage-Stealer aus der Mitte. Und Caitlyn ist halt selber noch nicht stark genug, um da genug Schaden rüberzubringen. Ja, hat nicht funktioniert. Baron Buff also sofort genutzt. Caitlyn hat nur 643 Schaden gemacht? Genau. Ja, also dafür hat ja auch keine angehenden Ziele gehabt, oder? Ich meine, der Gragas war die ganze Zeit als Frontliner gegeben. Ja. Und nach der Nah-Ultimate war es halt viel zu riskant, noch näher ranzugehen, weil man wusste, dass hier Frontline fällt. Aber die Statistik war halt super eindeutig. Bei Vitality hat jeder, der Damage spielen muss, auch mindestens so 1500 Schaden gemacht. Auf der anderen Seite waren halt alle unter 1000. Außer wie sie Chachi. Und der ist ja eigentlich nicht die. Also er hat schon einen guten Grundwert. War auch Black Cleaver gebaut zu dem Zeitpunkt, der ist da schon stark. Aber trotzdem ist er ja vergleichsweise nicht die Hauptschadensquelle. Ja. Das ist schon bitter.
Anna hat ein krasses Potenzial so. Aber man sieht es, kein Frosthammer. Geht jetzt lieber die Resistenzwerte Richtung Stoneplate. Merkt halt selbst, er braucht etwas gegen Kaoshard, aber auch gegen den restlichen Schaden. Und Kaoshard ist halt richtig assi. Hat jetzt Lord Dominix gebaut, also Full Penetration. Und dann noch dazu die prozentuale Steigerung. Das ist ja so cool, dass halt erst die prozentuale Reduzierung quasi wirkt und dann halt der Flatwert nochmal abgerechnet wird. Das heißt, du kannst ja auch von den Grundrüstungspunkten, die da mitbringt, aber wobei, da bringt es ja nicht viel, das wirkt ja nicht mehr auf die Grundrüstungspunkte beim Lord Dominix. Aber du kriegst ja die prozentuale Schaden nochmal oben rauf, halt so viel und selbst die Tank. Was hat denn da an Rüstung? Er hat halt eine Kettenweste, einen Ninja-Tabis gebaut, dann wird davon halt einfach schon mal ordentlich was runtergerechnet und selbst da erreicht er jetzt schon einen richtig soliden Wert. Ja, und gerade Melina hat ja ganz schlechte Base-Stats, das ist noch punishbar. Ja, das ist kein attraktives Ziel. Da kann er einfach geultet werden. Muss er nicht mal. Da reicht sogar die normalen Schilde aus. Und natürlich der Ultimate-Einsatz. Ist in Ordnung. Man hat immer nur beides die Möglichkeit. Entweder Kalista-Ult oder Alistar selbst. Ich denke, Kalista-Ult bietet mehr Flexibilität. Deswegen hat man diese aufgespart. Plus die Cooldown-Reductions, die natürlich Wender auch zur Verfügung hat. Jetzt fallen die Türme natürlich relativ schnell. Mit dem Nash-Buff kriegst du die Basalen halt sehr dicht an die gegnerischen Türme rangetragen, ohne dass sie geklärt werden können. Müssen aber schnell sein, also Vizichachi ist ja schon. Aber die sind auch schnell, die haben halt einen Jace und keiner verteidigt das. Aber Vizichachi wird aber gleich groß. Also er hat halt so ein Viertelfuß fehlt ihm noch, aber wenn man sich jetzt einmal zurückzieht, dann ist es halt ein Safe-Inhib, wo man halt nichts verlieren muss für. Dem ist aber doch ein Turret insgesamt erst verloren. Das wird der zweite, dann wahrscheinlich der Midlane-Turret. Also ein bisschen Gold kriegt jetzt Unicorns of Love nochmal geschenkt, mehr oder weniger. Oder tauschen es bewusst. Aber so ein Top-Lane-Inhib zu verlieren ist halt echt nicht schön. Das Chase ist ziemlich schnell. Oh mein Gott, die kriegen ihn verteidigt. Eieiei, ist das ja, nicht nur das. Also nah hat er jetzt hier nicht unbedingt einfach. Oh, schön, nochmal kurz gewartet, dass das dann nicht trifft. Da kommt er nochmal deutlich näher. Lanz ist nicht da, Schocklash wieder getroffen, noch ein Sprung. Oh, die Flashen für ihn. Da will man den. Oh mein Gott! Der ist gut geloadet! Ey. Das Blade und sofort die Trommel. Die Glocke hinterher. Ja. Ich meine, die sind aber, glaube ich, beide Skins sind diese Verkleidungsskins. Sowohl Nah als auch Alistar. Aber Vitality. Ich meine, was war das für eine Woche, ey? Rocket gewinnt gegen G2. Fnatic verliert gegen Ninjas in Pyjamas 2-0 und Vitality nimmt ja anscheinend Unicorns auseinander. Ja, also der Keller ist erwacht, sag ich mal. Das wurde ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen in unserem Analysegast, der das halt auch sehr gut im Auge behalten hat und schon gesagt hat, Unicorns haben in letzter Zeit so ihre Problemchen und performen halt echt nicht so gut. In dem Game merkt man das hier gerade ganz eindeutig. Poppy Ultimate hier auch nochmal kurz gechannelt, aber nicht ausgedöst. Das heißt, sie kriegt bloß ein bisschen Cooldown, hat die Ultimate aber gleich wieder zur Verfügung. Und ich muss auch sagen, bisher der Poppy Jungle Pick überzeugt mich nicht. Also er hat aus meiner Sicht keinerlei Einfluss. War natürlich jetzt auch nicht die besten Ultimates, die sie bisher gelandet hat, das muss man dazu sagen. Aber auch so von der Pressure her. Als Gragas hast du halt immer die Möglichkeit, irgendwie mit einem E-Flash irgendwo reinzugehen, mit einem Barrel wie von LeBlanc zu insecken. Als Poppy gibt's halt bloß den Weg nach vorne. Dann kannst du halt versuchen, jemanden so ein bisschen an der Stelle zu nageln, aber wenn du halt effektiv keine Wand dahinter hast, dann ist jetzt hier und der Engage von Poppy halt nicht stark. Generell muss Unicorns mit Wänden arbeiten, wenn man auch nochmal den Nah dazu nimmt. Aber stimmt, ich glaube, ja. Also Anivia Midlane. Anivia Nah wurde in Korea sogar teilweise wirklich bewusst gespielt. Aber lange her. Da gab es nur Minion noch. Ja, so lange ist es her. Auf jeden Fall haben sie eigentlich einen starken ADC. Ich finde, Samax hat echt hervorragend gefarmt. 60 Farm Vorsprung. Das will bei der 10.000 Gold Nachteil auf jeden Fall eine Ansage sein. 80% Crit, hat alles zur Verfügung, was er braucht. Aber sie können das halt gerade null ausspielen. Also die Dynamik von Vitality ist einfach deutlich größer und hier verliert man einfach hart über die Sidelane. So, die bringt halt der. Ich meine, wie kann dir der Poppy was bringen, wenn du eigentlich teamfighten möchtest, aber Vitality so einen guten Disengage hat und alles über die Sidelane macht? Der Poppy hat ja Bock zu fighten, aber die anderen nicht. So. Die Poppy hat ja, eigentlich ist für sie sogar mal kurz, wenn sie halt selber engaged wird. Das heißt, die Hälfte rausklatschen, die andere Hälfte steht auf einmal drin und denkt sich so, oh, das sind meine Leute. Aber du hast halt auch irgendwie so eine gesunde Mischung bei Vitality. Du hast über Jace Poke, der halt auch sehr effektiv momentan zu sein scheint, weil die ja halt wenig Rüstung haben. Selbst LeBlanc hat halt null Rüstung bisher irgendwie dort in Angriff genommen. So, und gleichzeitig hast du halt einen gut skalierenden Teamfighter mit Orianna. Du hast halt Engage und Disengage, sogar sehr viel, wenn man Gragas, Alistar mit Kalista Ultimate da zusammenzählt. Wirklich schon eine echt gesunde Kombo, kann man dazu sagen. Unicorns of Love könnte ihre eigene, aber auch gar nicht, selbst gar nicht so schlecht ausspielen. Also, wie gesagt, so eine Poppy-Eröffnung ist halt wirklich schwer.
Aber ganz viele kluge Teams konnten das Spiel trotzdem stabilisieren mit ihrer eröffnungsschwachen Komposition und haben dann um Drakes und Barons gekämpft, wo der Gegner zu dir kommen musste. Und da wäre Unicorns of Love auch ein sehr, sehr starkes Team. Jetzt also musst du aber auch in der Lage sein, erstmal so eine Objectives quasi zu verbessern. Genau. Und wenn sie halt erstmal hinten sind, dann ist es halt nicht mehr möglich. Das ist halt so das Problem an der Komposition, dass diese Flexibilität halt so ein Stück weit fehlt. Das Einzige, was ich mir gerade vorstellen kann, ist quasi mit einem guten Bard-Ultimate und mit einem sehr präzise und guten Timing quasi nah noch da mit reingesteuert bekommen in den Gegner und dass sie da halt noch comboen können. Aber selbst die Wahrscheinlichkeit scheint gerade gering zu sein. Ich glaube auch, dass Vitality nicht so lange im ARA-Modus bleibt. Man sieht es, man stellt sich auf, man kommt von der Seite rein und engage sofort. Sehen wir schon, Vendor, super viel Schaden, bisher getankt, der Hammer wird geschwungen. Upsala, da hat sich der Midlaner verabschiedet. Und jetzt kann man die Leute trennen, Vendor hält aber immer noch aus. Kalista Ultimate zwar nicht mehr zur Verfügung. Jetzt kitet man so ein Stück weit nach hinten und ich glaube, jetzt werden die nächsten Kugeln und Schockblasen kommen. Ist das Brainlag oder ist Vendor gerade einfach verschwunden? Nee, Vendor oder Kalistat? Achso, da war mein Brainlag. Ja gut, da macht's auch Sinn. Ich dachte erst, der ist irgendwie mit Poppy Ultimate weggeflogen, ich habe den aber nicht mehr gesehen. Ah, ja gut, okay. So, da sehen wir es, die Top-Inhibitor, die Konsequenz wird deutlich. Turret wird bedroht. Vitality will dann natürlich am Ball bleiben und diese Überzahlsituation ausnutzen. Aber stark gemacht. Also Unicorns of Love konnte gut ausbremsen. Das passiert, wenn sie eröffnet werden. Da ist ihre Combo not bad. Aber es passiert zu sehr. Oh mein Gott, der Hammer des Grauens, Alter. Er ist aber auch null Tanky. Da darf er nicht so weit vorne stehen. Alter, Doomhammer hat sich gemeldet. Ah, das ist ja Nash jetzt. Da können sie auch gar nichts gegen unternehmen. Also sie könnten es irgendwie nochmal probieren, aber es wäre einfach nur absolute Lebensgefahr. Also der zweite Baron und somit Vitality eventuell in der Lage, hier das 2-0 zu erzielen. Was ist mit den Top-Teams los aktuell? Es geht in die Playoffs und sie kriegen ja riesengroße Probleme. Das macht mir schon so ein bisschen Sorgen. Aber ein bisschen Worlds ist ja noch ein bisschen hin. Da sind noch zwei Patches dazwischen. Sagt Kaosha wieder mit dem Charge. Möchte das Ghostblade nutzen. Hat jetzt auch den Black Cleaver dabei. Hier nochmal Pro-Tipp. Es wird zuerst Black Cleaver verrechnet. Das heißt, erst die Debuffs, die der Gegner drauf hat. Dann die prozentuale Penetration und dann die Feste. Und er hat noch den Dirk. Das ist halt einfach asozial so. Hier, ein Stock was abbekommen. Er wäre jetzt reingegangen und hätte ihn sofort kaputt gekloppt. Ja. Hätte er die ganze Kombo durchbekommen, ich bin auch ziemlich sicher. Das war auch ein ordentlicher Schild hier für Steelback. Hat leider diesmal keinen Arden-Sensor sofort dabei. Okay, zack, Ultimate daneben. Schöner der hat sich seinen Movement-Speed nochmal bekommen über seinen Storm Raiders. Und dann war es halt auch gar nicht so das Problem, das Ganze zu verteidigen. Jace hat sich dann mit dem Nash-Buff direkt auf die Bot-End teleportiert. Um da jetzt in den Split-Push reinzugehen, sollte für ihn auch gar kein Problem sein. Wenn er 2-3 Sekunden an den Turm rankommt, dann ist halt die Hälfte vom Turm weg mindestens. Ja. Das ist wirklich so ein geringes Zeitfenster, was er benötigt. Und Bart Ultimate ist immer noch auf Cooldown. Das heißt, die andere Hälfte des Teams, die zu engagen, ist halt fast unmöglich momentan. Man könnte zwar noch einen Nahteleport mit einsetzen, aber dafür müsste der halt auch erstmal Wutstacken irgendwo. Aua, das hat Dahun! Oh mein Gott, Full-Itable Chase ist so ein 1-gegen-1 Monster, ey. Null Chance gehabt. Stoneplay nicht mehr aktiviert, der Dive kommt durch. Vendor kann machen, was er will. Er hat noch seine Ultimate zur Verfügung. Turm ist down, wird hier eingesaugt. Oh nein! Poppy hat die Ultimate verschisselt. Einfach nur im Nahkampf verwendet. Konnte ihn nicht hochwerfen. Vendor immer noch am Leben. Kriegt seinen Stun durch Steelback. Zack, reißt die Speere aus der Poppy raus. Oh, da geht er down. Zemax hat 8% Crit. Aber Carbochart hat, oh lol, der Kinderschockblaster hat ihn getötet. Ja, welch grausamer Akt. Vitality gewinnt 2-0 gegen Unicorns of Love. Sehr, sehr, sehr stabil. Und damit hat man quasi beiden Top-Teams das Game versaut. Oder das heißt nicht das Game versaut, sondern Educator hat gewonnen für uns. Ja, ja, genau. Und damit hat Unicorns of Love keine Möglichkeit oder deutlich schwerere Karten jetzt Platz 1 zu werden, wenn überhaupt. Sie können nicht mehr. Sie können das gar nicht mehr. Das Spiel am Sonntag ist egal jetzt, wenn oder? Wenn sie gewinnen, müssten sie jetzt einen Punkt immer noch hinterher sein, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das heißt, offiziell sind sie jetzt Zweiter. Natürlich nicht so schön ist. Alter, das ist halt wirklich bitter. Aber stark gemacht. Also hier konnten wir auf jeden Fall nochmal viel lernen, wie Vitality vorgegangen ist. Traum-Szenario für den Jace hat man lange nicht mehr gesehen. Aber das passiert, wenn er Full-Item-Build hat. Ja, das passiert, wenn er halt nahe Blind Picks, und zwar in der ersten Rotation. Das ist halt so ein Risiko. Auch wenn der Champion halt nicht viele Counter hat. Es gibt halt sichere Champions. Und du hast halt noch Jarvan, den finde ich halt deutlich sicherer, was momentan diese Counter-Pick-Möglichkeiten angeht. Aber nach den ersten drei Picks mitzuzeigen, so, da hat man eine gute Lösung gefunden. Jace war die beste Lösung, die man finden konnte. Und man konnte es halt bis zum Geht nicht mehr ausreizen. Waren natürlich auch wieder individuelle Fehler mit dabei. Gerade das Exile sich nochmal mitgehen und catchen lässt. Man konnte halt zwei Nashers bekommen. Das Ganze hat sich natürlich auch gut gesnowballt. Das darf man hier nicht vergessen. Aber grundlegend hat man die Team-Kombo von Vitality halt einfach wieder besser gespielt gesehen. Ja.
Das war wirklich nur bad. Und vor allem auch diesen kleinen Sachen. Also der Jace ja funktioniert gegen Nah. Ist zwar auf dem Papier so, aber du musst trotzdem helfen und ganken und irgendwie das Ganze vorbereiten. Und die waren auch immer da. Also vor uns haben wir ja gesagt, oh, Poppy war rechtzeitig für den Gragas-Hank da. Nee, Gragas war rechtzeitig für den Poppy-Gang da. Also eigentlich ist es genau umgekehrt. Und wenn du ihm da oben Zeit lässt, ist RIP. Und vor allem, es wurde genau darum gespielt, dass er so viele Solo-Momente hat. Ist halt gegeben. Was hat mir auch, also irgendwas hat mir halt einfach gefehlt bei Unicorns. Irgendwas für eine gute, knackige Eröffnung, wo du weißt, du kannst halt, also du hast viel Potenzial mit Nar. Du hast viel Potenzial halt mit dem Bart, dass du das halt irgendwie zusammenrechnen kannst. Auch mit der LeBlanc hast du hier und da Single-Catch-Potenzial. Aber ich glaube, genau bei der LeBlanc liegt der Fehler. Ich glaube halt, Exile auf den Champion zu parken, der halt mechanisch anspruchsvoll ist, was gar nicht so schlimm ist. Er ist immer noch ein Profispieler, ne? Aber auf der anderen Seite hast du halt immer noch, du musst halt Solo-Kills bekommen. Du musst halt Solo-Catches kriegen und das halt. Mir scheint, als ob das überhaupt nicht sein Ding ist. Wenn du da halt einen soliden Teamfighter hast, der noch guten Massen-CCs fährt, wenn du die Ori zum Beispiel selber im Team hast, ja. Dass du da halt zum Beispiel die Shockwave triffst, dann kommt das Nah-Ultimate hinterher. Das macht, finde ich, diese ganze Team-Kombo einfach fünfmal leichter zu spielen, dass du da eine Eröffnung hast, als wenn du halt eine LeBlanc hast, wo du halt mit Poppy vielleicht ein 2 gegen 1 schon ganz gut bist, wenn sich die Situation dann liefert. Aber Poppy ist ja der nächste Punkt. Wo willst du denn die Gangs anbringen? Also Poppy steht auf jeden Fall nicht für Impact, sagen wir es mal so. Also das war halt, ich fand, irgendwas Knackiges hat da gefehlt. Und ich denke, es war, also in meinem Geiste stelle ich mir da halt auch gerade 4 andere Midlaner vor, die halt da schon mal deutlich besser gepasst hätten, dass man da die Teamcom halt einfach ausfüllen kann. Und wenn es was mit Wavekick gewesen wäre, auch ja. Das wäre schon nutzvoll gewesen. Ich finde da auch LeBlanc halt schwierig. Ich weiß, ich kann Snowboarden und punisht sehr hart, aber hat nicht diese gleiche Klasse wie ein Kasadin zum Beispiel, der auch risky ist, der auch am Anfang sehr, sehr zurückfallen kann, aber definitiv irgendwann wieder im Late-Game sich meldet. Und das macht eine LeBlanc nicht. Vor allem nicht in so einem Setup. Ich finde LeBlanc so schwer. Du musst, wenn du 2-0 führst, ist alles fein. Wenn nicht, holy shit. Ich finde LeBlanc halt dann gut, wenn du, und das haben wir ja gerade in dieser Mitte gesehen, wo du halt mit Lich Bane und Hexig GLP gespielt hast. Ich finde sie halt dann gut, wenn du halt im 1-3-1 spielen kannst. Das ist für mich noch der Punkt, wo ich sage. Teleport genommen, so. Ja, ja, das ist für mich der Punkt, wo ich sage, ja klar. So, wenn du da die 2 Winning Sidelanes hast, dann kriegst du dann auch noch massig Disengage mit rein, was sie gehabt hätten in dem Fall. Und dann ist es vollkommen okay. Aber das bestand nicht die Möglichkeit. Weil du halt einfach den Jace noch gegen dich hast, der halt gegen Nara gewinnt und wenn er erstmal vorne ist, halt auch LeBlanc einfach schreddert. Yeah. Das ist kein Problem für ihn. Ja, war eine interessante Begegnung, sagen wir es mal so, aber Vitality, Hut ab. Das war wirklich einfach gut. Wir machen jetzt folgendes, wir machen jetzt 5 Minuten Pause, das ist auch die letzte Pause, denn dann gibt es noch die Analyse dieses Games und dann ist quasi schon wieder Feierabend. Ja, so schnell kann es gehen. Bis gleich. Macht das wunderbar!